ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zum Wahltalk, zum LSBTI-Wahltalk des CSD Magdeburg e.V. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Ja, es ist wieder Landtagswahl. Dieses Jahr wird sicherlich eine ganz besondere Landtagswahl werden, denn wie wir aus aktuellen MNET-Umfragen heute erfahren haben, ist die AfD mittlerweile bei 17% angelangt. Das heißt, wir haben mittlerweile Parteien, etablierte Parteien, die mit erfolgreichen Rechtspopulisten konfrontiert werden. Das ist ein Novum in Sachsen-Anhalt. Und natürlich ist es für Angehörige der LSBTI-Community in Teilen beängstigend. Sicherlich ist die Landes- und auch Bundespolitik der letzten Jahre, was LSBTI-Themen anbelangt, nicht ganz erfolgreich verlaufen. Es gab sicherlich auch Fortschritte, aber gerade in Fragen der Eheöffnung, da möchte ich erinnern an die Bundesratsinitiative, an der sich Sachsen-Anhalt nicht beteiligen konnte, weil letzten Endes auch Koalitionszwänge da eine Rolle spielten. Ja, ist das Ganze natürlich nicht ganz so positiv für die LSBTI-Community. Nichtsdestotrotz gibt es jede Menge zu tun. Ich denke, den etablierten Parteien ist das auch sehr bewusst. Ich denke, gerade was den Aktionsplan anbelangt, da sind wir auf einem guten Weg. Da gibt es ja noch einige Maßnahmen, die festgestellt wurden, die noch umgesetzt werden sollen, die auch umgesetzt werden wollen, hoffen wir. Und positiv ist natürlich auch, dass LSBTI-Themen es in viele Wahlprogramme geschafft haben. Das macht Mut. Ja, nichtsdestotrotz hätten wir uns von Seiten der Spitzenkandidierenden, mit denen wir ja auch diese Veranstaltung beworben haben, doch noch ein wenig mehr Unterstützung durch Anwesenheit erhofft. Ja, es sind nicht alle da. Ich denke, das ist trotzdem kein Problem. Wir haben Verständnis dafür, dass es sehr wahrscheinlich wahlstrategische Erwägungen gab. Und nichtsdestotrotz freuen wir uns natürlich, dass wir zwei Spitzenkandidierende ihrer Parteien hier begrüßen dürfen. Zum einen Frau Professor Dr. Dalbert und zum anderen Frau Budde. Ja, dann möchte ich unbedingt noch appellieren, zur Wahl zu gehen. Kommt gleich, alles gut. Ja, zur Wahl zu gehen, sich hoffentlich für eine demokratische Partei zu entscheiden. Ja, und dann möchte ich noch erwähnen, dass wir in der Art und Weise vorgearbeitet haben, dass wir die Parteien schon in breiter Vielfalt mit Fragen konfrontiert haben. Die Antworten in einer Synopse zusammengestellt sind online abrufbar auf der Internetpräsenz des CSD Magdeburg e.V. So, dann würde ich jetzt an unsere Moderation übergeben. Vera Wolfskämpf, Landeskorrespondentin vom MDR Info. Und Vera, du wirst sicherlich die Diskutanten, Diskutierenden noch vorstellen. Danke. Danke, Grit. Wunderbar. Und ich glaube, das Beste ist, wenn die Teilnehmer an der Podiumsrunde auch gleich mit draufkommen, dann können wir am besten vorstellen mit Gesicht und Name. Und genau. Damit auch jeder weiß, wer hier heute Abend ist. Also mein Name ist Vera Wolfskämpf, ich arbeite sonst für MDR Info, war heute schon komplett in der Wahlberichterstattung, denn wir haben ja die aktuelle Infratest-DiMAP-Umfrage bekommen. Von den 17% für die AfD haben wir schon gehört. Ich kann ja mal die anderen Zahlen nennen, solange noch alle sich hier einen Platz suchen. Die CDU ist stärkste Kraft mit 32% geworden, dann die Linke mit 20%, die SPD mit 18%, die Grünen haben derzeit 5% und die FDP sind auf 4% gerechnet. Ja, also ein spannender Tag heute im Ausblick auf die Landtagswahl, auch natürlich wegen des LSBTI-Wahltalks, den wir jetzt hier veranstalten. Wir freuen uns über alle Teilnehmer, die ich Ihnen jetzt gerne vorstelle. Fangen wir einfach mal von meiner linken Seite an.
Holger Dragon, Landesvorstand der Piraten. Die treten gar nicht zur Landtagswahl an, aber sie sitzen natürlich in anderen Parlamenten und beschäftigen sich auch viel mit LSBTI-Themen. Neben ihm sitzt Edwina Koch-Kupfer, die für den Spitzenkandidaten der CDU, Rainer Haseloff, gekommen ist. Sie ist gleichstellungspolitische Sprecherin der CDU-Fraktion, in der sie seit 2012 Mitglied ist, vorher in der Linksfraktion. Zu meiner Linken Lydia Hüskens, die den Spitzenkandidaten der FDP, Frank Sitter, vertritt. Sie ist stellvertretende Landesvorsitzende und auch auf der Landesliste Platz 2. Sie war schon lange im Landtag von 2002 bis 2011 und will es ab jetzt wieder sein. Ja, genau. Zu meiner Rechten Professor Dr. Claudia Dahlbert, Spitzenkandidatin der Grünen und seit 2011 in der Grünen-Fraktion auch als Vorsitzende. Daneben unsere zweite Spitzenkandidatin Katrin Budde von der SPD, die auch Landesvorsitzende ist, ist seit 1990 Mitglied der SPD-Landtagsfraktion, seit 2006 deren Chefin. Und ganz zur Rechten Sven Knöchel, er war zwischenzeitlich auch gleichstellungspolitischer Sprecher der Linken in dieser Legislatur und vertritt den Spitzenkandidaten Wulf Gallert hier heute Abend. So, das sind unsere 6 Teilnehmer. Und dann kommen Sie, also was ich sagen möchte, Ihre Fragen sind sehr willkommen. Wir werden sicherlich mit einer kleinen Einstiegsrunde anfangen und dann, wenn ich bei Ihnen sehe, dass Sie sich äußern wollen, eine Frage haben, einfach melden. Wir haben ein Saalmikro und damit wir uns alle hier an dieser Diskussion heute beteiligen können. Ich würde gerne anfangen mit einer Fragerunde, die durch die Bank sozusagen geht. Was ist es denn, was auf Landesebene auch konkret für LSBTI-Rechte getan werden kann und was dann mit höchster Priorität nach der Landtagswahl von Ihnen in Angriff genommen würde? Vielleicht eine kurze Antwort, denn wir sind ja mit 6 doch recht viele und wir wollen nicht nach der ersten Runde schon mit unserer Zeit ungefähr 1,5 Stunden rum sein. Und dann würde ich einfach sagen, fangen wir einfach halt bei Herrn Knöchel an. Ja, nicht viel sagen, ist ganz schön schwierig zu dem Thema. Es gibt zwei Dinge, die man vorrangig tun muss. Zum einen, um die Frage der Gleichstellung zu erreichen, zum einen ist die Einrichtung die Landesverwaltung, wo die Kompetenzen gestärkt werden müssen, sei es in den Bildungseinrichtungen, sei es bei der Polizei, sei es bei der Justiz. Auf der anderen Seite, da man Sachsen-Anhalt ein ganz großes Defizit, ist die Förderung der freien Träger, der Zivilgesellschaft, des Engagements, was wir dort haben. Das ist sehr beachtlich. Ich komme nun aus Halle. Ich weiß, dort wird seit vielen, vielen Jahren eine Arbeit geleistet, die nur geringe Förderung erfährt, aber die von sehr vielen Menschen aus dem gesamten südlichen Sachsen-Anhalt angenommen wird. Hier muss sich das Land kümmern. Hier können wir auch nicht immer sagen, es sei eine kommunale Aufgabe. Und wenn wir sagen, es sei eine kommunale Aufgabe, dann müssen wir die Kommunen darin bestärken, dass es funktioniert. Also zwei Richtungen, Zivilgesellschaft und Landesverwaltung, das ist das, was Land konkret tun kann. Frau Budde. Ich will das mal ergänzen, weil ich brauche nicht das wiederholen, was Herr Knöchel gesagt hat und was unisono so stimmt, wo es in jedem Fall was zu tun gibt. Aber es gibt ja auch noch zwei andere Ebenen, in denen man das machen kann. Ich lasse noch was über. Das eine sind Bundesratsinitiativen, weil es, ich denke, auf Bundesebene auch etliches zu verändern geht. Und die Hoffnung, dass es veränderte Bundesratsmehrheiten gibt, sind zwar ein bisschen weiter weggerutscht, aber trotz allem sollte man nie nachlassen. Also sowas wie eine Ehe für alle und andere Dinge, Grundgesetzänderung, ja, Ergänzung des Artikels 3, das sind Sachen, die natürlich auch vom Land aus initiiert werden können, vom Landtag aus initiiert werden können und wo man über Bundesratsinitiativen, denke ich, was die grundsätzliche allgemeine Gleichstellung angeht und Gleichbehandlung angeht, sehr viel erreichen könnte. Und das Zweite ist der gesamte Bildungsbereich, wo ich glaube, dass neben den freien Trägern eben gerade auch im Bereich Kinder, Erziehung, Bildung, eine ganze Menge zum Verständnis getan werden könnte und das Thema ganz oft, glaube ich, noch nicht den Stellenwert hat, auch so Regenbogenfamilien und anderes. Es gibt ganz viele davon, ja, und dass man das auch vermittelt in der Bildungspolitik. Ich könnte noch mehr sagen, aber ich lasse Frau Dahlbert noch was über. Wir machen, glaube ich, das hier so, ich nehme den Koffer mit, das nehme ich auch mit, ja, und jetzt packen wir noch was oben drauf, was wir auch hätten sagen können. Gut, dann machen wir das so, machen wir einfach schon mal einen Anfang für Rot-Rot-Grün. Wäre ja nicht das Schlechteste. Ja, Sie sitzen hier so schön in der Kombination, ja. Hat sich so ergeben. Genau, freie Plattwahl.
Gut, nee, okay, ich soll ergänzen. Ich will 3 Punkte sagen. Man muss ja zunächst erstmal feststellen, dass wir mit dem Aktionsplan LSBTI schon einen guten Ankerpunkt erreicht haben. Ne? Also, dass der sozusagen im Landtag verabschiedet wurde. Und der muss aber mit Leben gefüllt werden. Ne? Und ich glaube, das ist die ganz große Entwicklungsaufgabe. Und da gehört ganz viel von dem, was ihr jetzt gesagt habt, dann natürlich dazu. Oder zum Beispiel öffentliche Verwaltung oder ähnliche Dinge. Die sind ja dort auch dann Elemente drin. Also das wäre mal das eine, was wir tun müssen unbedingt nach der Wahl. Das zweite ist natürlich, also wenn ich jetzt mir sowas wünschen könnte und mich so zurückerinnere, also ich fände es schon schön, wenn wir endlich mal eine verfassungsändernde Mehrheit dafür hätten, dass wir den Schutz der sexuellen Identität in die Landesverfassung schreiben. Ne? Also nur um das im Augenblick nach den Umfragen liegt das nicht so wirklich nah, aber das wäre natürlich schon ein Wunsch an der Stelle. Und Katrin, du hast die Bildung erwähnt und da muss man ja leider auch feststellen, wenn ich jetzt so die letzten 5 Jahre zurückblicke, dass wir dann nicht vorwärts gekommen sind. Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Das fängt in der Kita an. Ich kann mich erinnern, dass wir, ich glaube, es war vor 5 Jahren am CSD in Halle das Thema Kindergartenbücher als Thema hatten. Da gibt es wunderbare Sachen. Und da fängt das ja an mit der Erziehung für Toleranz, weil darum geht es am Ende. Also von der Erziehung her, dass ich gegen Diskriminierung für Toleranz erziehe und auch in den Bildungsplänen in den Schulen spielt das ja noch keine Rolle. Und das, was da an Bildungsarbeit geleistet wird, wird ja von den Initiativen vor Ort, also zum Beispiel vom BBZ in Halle geleistet und nicht wirklich von der öffentlichen Erziehung. Also insofern, nein, das ist überhaupt, das ist ganz toll, nur dass der Staat sich daraus mogelt. Das ist sogar sehr, sehr gut, nur ich finde, da darf sich der Staat nicht rausmogeln. Und insofern denke ich, die Frage von Bildung, Kita, Schule, auch die Frage von Lehrerbildung, ich kann mich an eine Veranstaltung in Buckau erinnern, wo wir das Thema ja auch intensiv diskutiert haben, das sind Sachen, die liegen in der Landeskompetenz und insofern sind das Sachen, die wir nach der Wahl unbedingt angehen müssen, weil nochmal 5 Jahre Stillstand, das fände ich echt frustrierend. Danke, Frau Hüskens. Da kann ich gleich ansetzen. Also für mich geht es tatsächlich darum, dass man den Plan dann jetzt umsetzt und nicht wieder anfängt zu diskutieren, sondern einfach mit klaren Zeit- und Maßnahmen versieht und umsetzt und dann bitte, das ist in Sachsen-Anhalt ganz doll wichtig, auch evaluiert und kontrolliert, dass das, was man beschlossen hat, auch stattfindet. Denn das ist eine Tendenz, die ich beobachte. Wir beschließen ganz tolle Sachen, großartig, dann werden die abgeheftet und ein paar Jahre später stellen wir fest, dass es dann doch nicht so geworden ist, wie wir uns aufgeschrieben haben. Also von daher ist das ein wichtiger Punkt. Ich fürchte aber, dass wir nach der Wahl dann alle zusammen noch eine weitere Aufgabe haben, nämlich jeden Tag rauszugehen und den Menschen in unserem Bundesland zu erklären, dass das Familienbild, was dann von einer anderen Seite dargestellt wird, kein alleinseligmachendes ist, sondern eins ist, was man jeden Tag auf den Prüfstand stellen muss und wo wir heftig zu diskutieren haben. Genau, Frau Hüskens, und das geht eben auch nur gemeinsam. Und also ich sehe es schon als eigentlich auch als einen Meilenstein. Ich erinnere mich zum Beispiel an den einen oder anderen, der bei der letzten Ausschusssitzung mit dabei war im Januar, als der Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung tagte. Und als wir das Aktionsprogramm verabschiedet haben, dann nochmal im Landtag. Und der Ausschuss hat maßgeblich mit dazu beigetragen, dass seit 2013, dass sich wirklich eine Menge entwickelt hat. Also ich finde auch, dass wir ein bisschen stolz darauf sein könnten, dass wir doch bei der Erarbeitung des Programms die unterschiedlichsten Ebenen und Akteure mit einbezogen haben und damit natürlich auch das Ganze auf breite Füße gestellt haben. Und ja, ich muss einfach sagen, ohne die wirklich gute Arbeit des Ausschusses und des Ausschussvorsitzenden und meiner Fraktion hätten wir das vielleicht auch gar nicht jetzt so noch hinbekommen. Und natürlich bin ich ganz nah bei Ihnen, Frau Hüskens, wir müssen unser Programm jetzt erst einmal mit Leben füllen. Wir haben zahlreiche Maßnahmen und dazu müssten wir uns natürlich auch erst einmal ein bisschen Zeit nehmen. Und ansonsten ist es insgesamt natürlich ein Diskussionsprozess, der in allen Bereichen geführt wird. Sie haben eben gesagt, ja, wir haben diese Aufgabe, die zukünftig auf uns zukommt, nämlich, dass wir wahrscheinlich doch auch in der Sache ein bisschen näher zusammenrücken. Und da bin ich auch ganz nah bei Ihnen. Und ich glaube, darüber sollten wir uns alle im Klaren sein. Herr Dragoni.
Es ist viel gesagt worden. Es liegt unwahrscheinlich viel der Politik voran nach der Wahl. Ich denke, der Schwerpunkt wird nachher sein, dass darauf geachtet wird, wie Frau Hüskens das bereits sagte, dass das Ganze mit Leben erfüllt wird und dass diese populistischen Themen einfach wegkommen. Wir reden immer nur, weil wir wollen, wir müssen. Wir müssen machen, wir müssen vorankommen, denn es wird höchstwahrscheinlich, so wie es jetzt aussieht in den Prognosen, eine etwas andere rückwärtsgewandte Kraft in den Landtag mit einziehen, es sei denn, sämtliche demokratischen Kräfte sind dabei und verhindern das, was man begrüßen muss. Ansonsten, wir haben uns ja zurückgezogen von der Landeswahlliste, aber wer die Piraten kennt, wird wissen, dass CSD, LSBTI-Geschichten bei uns bereits im Grundsatzprogramm verankert sind und wir nicht darauf angewiesen sind, das in irgendwelchen Wahlprogrammen zu verarbeiten und dann nachher wieder zu vergessen. Wir berufen uns darauf, wir sind darauf, wir werden das auch im Auge behalten und werden den Fokus wirklich darauf legen, dass die Sachen, die jetzt angeschoben wurden, auch dementsprechend umgesetzt werden. Dankeschön für die erste Runde. Dadurch wurden jetzt ganz viele Themen angesprochen, auf die wir heute zu sprechen kommen, ob das Regenbogenfamilien sind, ob das Bildung ist, ob das Beratung ist. Wir möchten auch noch sprechen über LSBTI-Flüchtlinge, über das Thema Trans- und Intersexualität. Das sind alles Punkte, auf die wir hoffentlich zu sprechen kommen. Wie gesagt, ich schaue immer ins Publikum, wenn Sie Fragen haben, auch gerne schon zwischendurch. Das muss nicht alles am Ende in den letzten 5 Minuten passieren. Da fast alle, vor allem die im Landtag sitzenden Parteien, den Aktionsplan als ein so hehren Erfolg auch dargestellt haben. Ich erzähle vielleicht noch mal ganz kurz die Geschichte. Also schon 2013 hat der Runde Tisch einen Vorschlag eingebracht. Der war quasi schon wie ein fertiger Aktionsplan. Es ist ein ganzes Jahr lang nichts passiert. Das Justizministerium hat an einer eigenen Version parallel gearbeitet. Die war dann letztes Jahr fertig, aber das dauerte und dauerte und dauerte, bis dann kurz vor knapp. Also Umsetzung ist das nächste große Ziel nach der Wahl. Vielleicht können wir über so ein paar einzelne Punkte. Was sind die wichtigsten Punkte für Ihre Partei in dem Aktionsplan? Und ich würde gerne als erstes an Frau Dahlbert geben, weil Sie vom Thema Bildung sprachen. Wir hatten schon eine kleine Diskussion jetzt vor kurzem zum Thema Kita-Koffer. Da hat die Justizministerin von der SPD vorgestellt, einen Koffer mit Lehrmaterial, also Infomaterial, Büchern, die so genderneutrale Geschichten erzählen. Und da gab es schon eine Riesendiskussion. Wie viel darf man Kindern zumuten? Wie kann man das? Wie direkt macht man das? Wie subtil? Wie würden Sie denn sagen, soll das Thema in Schullehrplänen, aber auch bei den Kitas aufgenommen werden? Was ist wichtig? Dass sie den Kindern Toleranz beibringen und dass sie den Kindern klar machen, dass unterschiedliche sexuelle Identitäten zur Gesellschaft dazugehören, dass das normal ist. Und wissen Sie, das Problem ist ja nicht, wie sie das bildungsmäßig hinkriegen. Ja? Da gibt es gute Bildungsmaterialien, da gibt es, wie gesagt, ja auch vom BBZ gute Aktivitäten. Das Problem ist ja ein anderes, das haben wir ja in Baden-Württemberg erlebt. Das Problem sind Eltern, die der Idee anhängen, dass, ich beschränkte das jetzt mal auf die Homosexualität, weil das ist dann das, was dann meistens in den öffentlichen Diskussionen kommt, dass Homosexualität ansteckend ist. Und wenn es ansteckend ist, darf man die Kinder nicht damit infizieren. Ja? Und insofern gehört zur Bildungsarbeit, glaube ich, ganz entscheidend, dass man die Eltern mitnimmt. Also damit man ihnen diesen Irrsinn austreibt. Ja? Und weil darüber kommt immer diese gesellschaftliche Welle gegen also eine vernünftige Bildungsarbeit in dem Bereich, die sich im Grunde genommen, wenn Sie sich das angucken, was da auch an Elternbriefen kommt, so entkleiden lässt. Ne? Also weil das macht von der Logik her nur Sinn, diese Ängste, die da geschürt werden, wenn das quasi wie eine ansteckende Krankheit wäre. Und ich finde, da muss man einfach bei der Bildungsarbeit berücksichtigen und da ansetzen und versuchen, da die Eltern mitzunehmen, was man mit den Kindern macht. Da gibt es viele gute Ideen, das ist nicht das Problem. Das Problem sind die Eltern. Wenn Sie gleich das Mikro an Frau Budde weitergeben, sagst schon, ja genau, die Eltern. Ja, das sind auch in der Tat die Erwachsenen, ja. Also, weil die Kinder interessiert das überhaupt nicht. Die mögen jemanden oder die mögen jemanden nicht. So, danach entscheiden die und die kommen mit jemandem klar oder nicht klar. Das interessiert die gar nicht. Ja, und also wir haben im Freundeskreis immer Menschen gehabt, die ganz unterschiedlich aufgestellt waren. Und das hat die Kinder überhaupt nicht interessiert, ob da 2 Männer kamen oder 2 Frauen oder ob Mann und Frau kamen oder sonst wie. Von klein auf, ja.
Und insofern muss man da, glaube ich, manchmal was ausgleichen in den Kindertagesstätten. Die werden davon überhaupt nicht irritiert, die gehen da ganz normal mit um. Ja, und da muss man was ausgleichen, was in den Elternhäusern nicht gemacht wird, damit davon früh an bei den Kindern was anderes im Kopf entsteht, nämlich was Selbstverständliches, ja, und dass sie das mit Normalität verbinden und nicht mit irgendwas Besonderem. Das ist das Wichtigste, glaube ich, und das geht. Kinder, auf Kinder braucht man keine Rücksicht nehmen, dass man da irgendwie die überlastet. Also. Wer das meistens anders sieht und wer da bisher sehr skeptisch war, war die CDU, Frau Koch-Kupfer. Sehen Sie da auch Einwände, wie viel man in Bildung schon das Thema aufgreifen kann, in der Schule, im Kindergarten? Na, also erst einmal ist natürlich einerseits die Schule dafür zuständig, zu erziehen und vor allem nicht nur zu erziehen, sondern aufzuklären, aber es ist eben immer eben auch das Elternhaus und ich bin ja selber von Beruf Lehrerin, das heißt, ich habe bis 2011 auch in meinem Beruf gearbeitet und ich muss dazu sagen, ja, Eltern sind manchmal natürlich auch so ein Hemmnis für bestimmte Inhalte und das hat nicht nur etwas mit dem, sagen wir mal, wie soll ich sagen, Sexualkunde, wie wollen wir das jetzt nennen, zu tun, sondern es hat insgesamt mit Toleranz zu tun. Und natürlich gehört zur Toleranz auch dazu, dass man sagt, ja, es gibt eben auch Eltern, die tun sich schwer damit. Ich habe bis 2011 in einem Bundesland gearbeitet, in dem man also schon immer sehr viele Schüler mit Migrationshintergrund hatte. Und deswegen weiß ich, wie schwierig es eben auch ist, selbstverständliche Dinge, also ich habe auch zugehört, selbstverständliche Dinge, die für uns... also die für mich ganz selbstverständlich waren, beispielsweise Schwimmunterricht für Mädchen oder beispielsweise auch Klassenfahrten oder Unterbringung in, bei einer Klassenfahrt oder beispielsweise eben auch mal feiern am Abend, gerade mit Schülerinnen und mit Elternschaft, mit Migrationshintergrund so zu kommunizieren, dass das möglich ist. Und ich glaube, das ist auch noch eine Herausforderung, der wir uns stellen müssen. Frau Hüskens, Sie hatten vorhin gesagt, man muss auf die Evaluierung, auf die Umsetzung schauen. Wie denken Sie denn, lassen sich dieser Aktionsplan auch am besten umsetzen? Idee ist ja auch immer noch so, kommunale Aktionspläne zu schaffen. Wie denken Sie, ist das praktisch alles machbar? Ja, natürlich ist ein kommunaler Aktionsplan wichtig oder kommunale Aktionspläne flächendeckend wichtig, weil das meiste gesellschaftliche Leben findet schlicht und greifend vor Ort statt. Ob man das jetzt allerdings so verorten kann vom Land herunter, da bin ich immer so ein bisschen skeptisch, weil ohne jetzt jemanden nahe zu treten, der vielleicht in der Verwaltung arbeitet hier, ich einfach beobachte, dass ich unglaublich tolle Pläne machen kann, wenn die Menschen, die umsetzen müssen, davon nicht überzeugt sind, wird das nicht wirklich was. Das heißt also, wenn das Land etwas machen möchte, überall in den Kommunen, müsste man tatsächlich Geld in die Hand nehmen, müsste Strukturen finanzieren, also bitte keine Projekte machen, sondern Strukturen finanzieren und müsste ganz klare materielle Vorgaben machen, was man dort haben möchte. Und muss die dann auch ausfinanzieren. Also nicht das übliche sachsen-anhaltische Spiel, ich mache ein tolles Bild, mal super klasse, sagt denen, springt und macht, und dann gebe ich 3 Groschen hin. Also das geht nicht, sondern ich muss halt hier wirklich einen Schritt nach dem anderen gehen und dann glaube ich auch, dass man in der Lage ist, über eine Zeit hinweg insgesamt auch ein Bild zu verändern. Und das müssen wir tun. Also wenn diese Sache mit dem Kita-Koffer 1 gezeigt hat, dann war es, das war ja ein rituelles Anspringen, also wo richtig ist der pavlovsche Hund, man konnte ihn richtig sehen vor dem inneren Auge. Und wenn wir das verhindern wollen, müssen wir bei entsprechenden Maßnahmen Menschen mitnehmen, die sich mit dem Thema bisher nicht beschäftigt haben, damit ich dann nicht solche merkwürdigen Bilder in der Öffentlichkeit bekomme, wo ich im Übrigen auch immer finde, dass Sachsen-Anhalt dann so ein kleines bisschen hinterwäldlerisch wirkt und das mag ich nicht so. Danke. Herr Knöchel, Sie hatten vorhin auch gesagt, Zivilgesellschaft mit einbinden. Wenn man sagt, kommunale Strukturen schaffen, also nicht nur Projekte, wenn Sie da an Beratungsangebote denken oder auch Unterstützung durchs Land, was schwebt Ihnen vor für die Linke? Ich denke, wir haben da gute Punkte, auf die wir ansetzen können, was Coming-out-Beratung ist, was die Schulprojekte an sich sind, die schon entwickelt worden sind, übrigens sehr, sehr viel nachgefragt sind und die Kraft der Ehrenamtlichen im Moment ein Stück weit übersteigen. Da müssen wir im Land verlässliche Finanzierungsstrukturen schaffen. Ich
Ich halte persönlich nicht viel davon, dass wir sagen, wir schaffen jetzt im Schulverwaltungsamt eine Referentenstelle für Schwule, Lesben und Sonstige, weil das führt, wenn Sie schon mal in ein Schulamt reingeguckt haben, dann werden Sie verstehen, warum ich das sage, warum ich das lieber in der Zivilgesellschaft verortet habe. Und nochmal ganz kurz auf die Diskussion zurückzukommen, sollen wir das Kindern vermitteln oder sollen wir es Kindern nicht vermitteln? Also meine lieben Damen und Herren, in welcher Welt leben Sie? Gehen Sie mal auf den Schulhof und hören Sie mal zu, was dort an Schimpfwörtern verbreitet wird. Und da ist, werden wir feststellen, da ist eine Vermittlung, da ist ein Bild vermittelt worden, was eben in Schimpfwörtern eskaliert. Und aus dem Grunde ist hier die Frage, wie können wir kindgerecht, auch schon im Kindergarten, gesellschaftliche Normalität vermitteln, statt sie zu stigmatisieren, wie sie ja jetzt zum Teil unter dem Deckmantel passiert. Und aus dem Grunde ist nicht die Frage, ob Bildungsarbeit, sondern wie sie durchgeführt wird. Und da haben wir jetzt einige sehr gute Ansätze im Land und die müssen wir verstetigen. Und ich muss mal ehrlich sagen, wie gesagt, ich habe Gleichstellung ja nur vertreten. Ich bin Finanzpolitiker. Wir reden über einen 10-Milliarden-Haushalt. Wir reden sehr oft über 10, 100, 200 Millionen Euro. Wir reden hier über Summen, die in der Tat, über die man sonst im Land nicht redet. Die werden hier zum Problem gemacht. Und da würde ich sagen, das Ergebnis, was wir uns alle davon versprechen, ist ein wesentlich höheres als der Mitteleinsatz, über den wir hier diskutieren. Und vor dem Hintergrund lohnt es allemal. Und zu den kommunalen Strukturen noch. Es gibt auch in Sachsen-Anhalt also sehr gute kommunale Angebote. Es hängt immer vom Engagement derer ab, die zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte in der jeweiligen Gemeinde sein. Ich kann aus Halle jetzt nicht wirklich klagen. Aber können es Sie gibt mal so ein gutes Beispiel? Können Sie das mal beschreiben? Das ist zum Beispiel, dass die Stadt Halle von Anfang an sich als Kommune bereit erklärt hat, die Strukturen, die Bildungsarbeit zu finanzieren, selbst in dem Moment, wo sich das Land zurückgezogen hat, das dort ein Stück weit aufgefangen hat. Und das hängt auch mit dem Engagement unserer Gleichstellungsbeauftragten zusammen. Und es gibt dann eben Landkreise, wo es kein Thema ist, weil es für den Gleichstellungsbeauftragten eben kein Thema ist. Und da brauchen wir eben verlässliche Strukturen, da brauchen wir Fortbildung. Da brauchen wir Kompetenzbildung innerhalb von Sachsen-Anhalt und damit, um so auch kommunale Strukturen zu stärken, denn es ist ja vieles möglich in den Kommunen, wenn handelnde Akteure das wirklich auch für sich als Thema erkannt haben. Ich schaue mal, ob jemand Fragen zum Aktionsplan hat. Ja, da, Matthias Fangohr. Dann müssen wir, glaube ich, mal ein Mikro kurz abgeben. Dankeschön. Das würde für mich gehen. Okay, es geht um das Thema Bildungspolitik. Ich hatte vorhin vernommen von Frau Koch-Kupfer. Vielleicht kurz Name und woher und so, dann weiß jeder. Matthias Fangohr vom Christopher Street Day Verein in Magdeburg. Sie hatten vorhin gesagt, Frau Koch-Kupfer, verschiedene Akteure, alle möglichen Akteure waren daran beteiligt an der Erstellung des Aktionsplans und an den Maßnahmen. Ganz so ist das nicht. Leider. Das hatten Sie vorhin verschwiegen und das muss ich dann doch nochmal aufklären. Selbst im Ausschuss im Januar, wo auch wir daran teilgenommen haben vom CSD, wurde ganz klar deutlich, dass sich bestimmte Ressorts, und ich finde es da sehr, sehr enttäuschend sogar, das Kultusressort, also Kultur- und Wissenschaftsressort, Bildungsressort, nicht daran beteiligt hat, sich aus der Verantwortung gezogen hat, gar keine Zuarbeit geleistet hat. Das heißt, ein ganz wesentlicher Akteur ist überhaupt gar nicht dran beteiligt und Thema Bildung ist sehr essentiell und ich lese mal was vor, was hier steht, was die CDU beantwortet hat. Vielleicht ist es ein bisschen bezeichnend, aber da können Sie sich dazu äußern gleich. Die CDU bekennt sich zur individuellen sexuellen Selbstbestimmung eines jeden Menschen. Inwiefern diese durch einen Bildungsplan für den Unterricht an unseren Schulen abgebildet werden kann, ist zu prüfen im Rahmen des Biologieunterrichts. Und das meine ich damit. Im Rahmen des Biologieunterrichts wird das Thema Sexualkunde heute schon abgebildet und vermittelt. Hallo, willkommen zurück im 20. Jahrhundert. Biologieunterricht, Sexualkunde, darum geht es gar nicht. Es geht hier um die Frage, wie wollen wir hier miteinander leben in unserer Gesellschaft. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ist es in allen Unterrichtsfächern hat das Thema zu sein, insbesondere natürlich im Ethik-, Sozialkundeunterricht,
auch im Deutschunterricht überall fächerübergreifend und nicht als Sexualkundethema im Biologieunterricht. Im Kindergarten haben wir auch keinen Biologieunterricht und da gehört das natürlich auch rein. Einmal dieses Thema, dann muss auch schon sagen, da bin ich ein bisschen enttäuscht von der SPD. Frau Gebote nickt schon. Ist ein SPD-geführtes Ministerium und das finde ich einfach total schade. Ne? Vielleicht haben Sie die Möglichkeit, da noch ein bisschen Dampf zu machen in der nächsten Regierung, falls Sie in der Regierung sein sollten. Frau Hüskens, die eine Frage haben Sie schon selbst beantwortet. Ja, sagen Sie hier auch zum Bildungsplan. Zugleich muss man aber auch aus den Erfahrungen Baden-Württemberg oder das sich bereits jetzt abzeichnende Widerstand gegen den Kita-Koffer lernen. Ja, ich habe diese große Angst gegen den Kita-Koffer. Aber Sie haben die Frage schon selbst vorhin beantwortet gehabt. Die hätte ich gefragt. Ich weiß nämlich nicht richtig, was Sie darunter verstehen, aber das haben Sie schon gesagt, deutlich gemacht. Also vielen Dank. Und auch nochmal allen, die hier sitzen, insbesondere Richtung CDU. Ich weiß nicht, was man sich unter den Kita-Koffer versteht. Jetzt möchte man sich den gern zeigen lassen. Dort im Landtag war deutlich geworden, im Ausschusssekretariat. Und reingucken, was da drin liegt. Also was denken Sie sich, was da drin liegt? Die großen Pornos und was weiß ich, vielleicht noch Sexspielzeug? Ist Quatsch. Das ist es nicht. Es geht hier um Aufklärungsarbeit und das beinhaltet auch sehr umfassend in dieser Kita-Koffer. Gut, danke. Ich würde das bitte. Vielleicht die Frage nochmal an Frau Koch-Kupfer. Also wenn Sie nochmal sagen könnten, warum gehört das in den Biologieunterricht für Sie oder wo sehen Sie es? Also ich glaube, das war eben eher exemplarisch genannt, nicht grundsätzlich. Und natürlich haben wir uns mit diesem Aktionsplan und dem Aktionsprogramm auch dazu bekannt, dass es ein Querschnittsthema ist. Und das muss man im Bereich Bildung natürlich genauso sehen. Die Verantwortung für den Bereich Bildung, die liegt allerdings im Moment noch im Ressort der SPD und das ist sicher nicht zufriedenstellend, das kann ich gut verstehen und Sie haben ja nochmal diesen Kita-Koffer angesprochen. Wissen Sie, Herr Fangohr, ich hoffe, dass Sie es so erleben, dass ich also schon versuche, mit Menschen respektvoll umzugehen und dass ich auch, ich denke, meine Schüler zu Toleranz erzogen habe. Das geht natürlich in allen Unterrichtsfächern, da gebe ich Ihnen recht und ich habe das ja praktisch auch umgesetzt. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass man die verschiedenen Denkweisen auch respektiert und dass man natürlich auch Chancen eröffnet, auch für jemanden, der jetzt beispielsweise sagt, also ich möchte jetzt doch mal gucken, was in diesem Kita-Koffer drin ist, dass man dem diese Möglichkeit eröffnet, ohne gleich so eine, wie soll ich sagen, Bewertung damit zu verbinden. Ich denke, das ist trotz allem insgesamt natürlich ein gesellschaftliches Querschnittsthema und ich glaube schon, zu sagen zu können, dass das auch in der CDU ein Thema ist, was sehr kontrovers diskutiert wird, dass wir viele Haltungen abbilden, das ist in der Volkspartei so und dass wir natürlich da auch im kontinuierlichen Diskussionsprozess sind. Genau, also Erwachsenenbildung auch mit dem Kita-Koffer. Herr Knöchel. Ich muss die Geschichte mit dem Kita-Koffer dann doch mal erzählen. Die geht jetzt auf den Finanzausschuss zurück. Da fragte uns eine CDU-Abgeordnete, meldete sich, als wir den Plan durchdiskutiert haben, dass sollen also in den Kitas in Sachsen-Anhalt, hat eine Bürgerinitiative geschrieben, Koffer mit Sexspielzeug umherkursieren. Und daraufhin hat meine Fraktion gesagt, ehe das jetzt hier von Abgeordneten weiterkolportiert wird, das Ding muss hierher, damit sie mal gucken kann. Also das ging nicht anders, weil sonst hätten wir vielleicht noch eine aktuelle Debatte gehabt, kein Sexspielzeug in Kitas. Und das ist ja nur das komplette Gegenteil. Und einfach um sozusagen Bildungslücken auch im Landtag zu schließen, hat unsere Fraktion dann drum gebeten, so das Ding muss her. Gut, da haben wir die Geschichte also auch gehört.
Ich würde gern nach dem Aktionsplan, wir haben schon ein bisschen über Bildung gesprochen und da das alles Querschnittsthemen sind, kommen wir wahrscheinlich auf das eine oder andere sowieso wieder zu sprechen, vielleicht auch das Thema Familienrecht. Regenbogenfamilien, der Begriff ist schon gefallen. Da ist ja der Bund für die Gesetze zuständig, aber das Land kann mit Initiativen im Bundesrat aktiv werden. Vielleicht würde ich gerne als erstes mal an die Piraten, Herr Dragon hat vorhin gesagt, wir müssen, wir können nicht mehr, wir wollen nicht mehr, wir müssen. Was muss denn beim Thema Regenbogenfamilien getan werden? Also erstmal müssen wir ja anfangen, so zu reden, wir sind alles Menschen, wir können nicht differenzieren und wir können auch nicht den Stab brechen über Andersorientierte. Wenn ich in mich hineinhorche, ich bin Mensch. Und das wird jedem so passieren, wenn er in sich hineinhorcht, egal welcher Orientierung er entspricht. Und wir sind mittlerweile im 21. Jahrhundert angekommen. Deutschland oder die Bundesrepublik Deutschland bezeichnet sich als fortschrittliches Land mit Rückschrittstendenzen. Hingegen, wenn ich dann über den Teich gucke, zum sogenannten großen Bruder, da ist die Ehe unter Homosexuellen mittlerweile möglich. In einem erzkatholischen Land wie Irland ist es momentan machbar. In einem Land wie Deutschland, da diskutieren wir drüber und differenzieren noch, und obwohl wir gegen Gesetze oder werden gegen Gesetze verstoßen, den Gleichheitsgrundsatz. Und da erwarte ich von der Politik noch wesentlich mehr Veränderungen und dass wirklich diese ganzen LSBTI-Rechte wie auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden und eine ganz andere Wichtung bekommen, sodass man die auch tagtäglich, unabhängig davon, ob da irgendwelche Befindlichkeiten in den Parteien sind oder nicht sind, das muss aufgearbeitet werden. Mir ist so ein ganz kleiner Vorgang mal so ein bisschen noch im Hinterstübchen beim CSD-Tag auf Magdeburg in diesem Jahr war Ihr Kollege Philipp zugegen. Ich dachte, er wäre wesentlich älter als meine Wenigkeit, was eigentlich immer schon ziemlich schwierig ist. Er hatte Ansichten, da habe ich gesagt, Menschenskinder, das Mittelalter ist doch noch gar nicht vorbei für dich. Aber auf dieser Ebene bewegte er sich wahrscheinlich im Rahmen der Parteiräson und kam nicht raus aus seinem Mantel. Wollte gerne, kam aber nicht raus. Und das muss passieren. Wir müssen das Ganze eben so betrachten, wie es ist. Wir können es nicht ausgrenzen. Und wenn wir das im Kindergarten, wie gesagt, Frau Dalbert sagt schon, Kinder sehen das auch ganz anders. Ich denke mal, das werden alle hier schon so sehen. Der Ansatzpunkt ist mir da, dass wir die Eltern erziehen müssen und denen die Augen öffnen müssen, dass wir über Menschen reden. Und nicht, dass sonst müssten wir das irgendwie in Krankheitseinrichtungen bekämpfen. Ich habe das selbst durch. Dass jemand sagte, mit dem rede ich nicht, das ist ansteckend, das ist ich. Gab es im Umfeld wirklich durch und da musste man den Leuten sagen, ey, ihr seid ein bisschen irgendwo zurückgeblieben. Das tut dann manchmal leid, wenn es innerhalb der Familie passiert, aber man muss es auch da ansetzen. Aber die Bildungspolitik ist ein Ansatzpunkt, wo wir wirklich sagen, wir müssen offensiv drüber reden, aber eben nicht so, dass wir das so reinbringen. Und wenn dann die Gelder gestrichen werden von oben, Frau Budde, Sie haben so einen ganz berühmten Sparminister, der ganz gerne den Rotstift ansetzt, aber dann große Parkhäuser bauen will. Gut, wollen wir nicht weiter, aber das ist auch ein Aspekt der Sparpolitik, dass das nicht runtergebrochen wird, dass man im Prinzip die Beratungsstellen, dass die auf dem Ehrenamt sind und die Ehrenamtlichen hier sich wirklich manchmal, ehrlich gesagt, den Arsch aufreißen. Und das kann nicht sein. Es werden so viele Gelder verschleudert, es werden so viele Gelder in Kriegssituationen reingebracht, die man eigentlich innerhalb des Landes effektiv und für die Menschen verarbeiten kann. Danke. Wir wollen beim Familienrecht noch ein bisschen bleiben. Also wenn man in die Wahlprogramme guckt, steht bei Ihnen allen Ehe für alle. Schreien Sie nein, wenn es falsch ist. Genau. Und ja, richtig. Und bei Frau Koch-Kupfer im CDU-Programm steht es nicht. Sie differenzieren das durchaus. Ja, Sie sind da, das müssen Sie jetzt erklären. Das muss ich jetzt erklären. Okay, ja. Das mache ich. Naja, also wir sind ja für die CDU hier. Debatten, wir hatten ja im Zusammenhang mit der Bundesratsinitiative, die eben anstand, natürlich auch im Landtag zu dem Thema Verhalten. Und ich habe ja vorhin schon angedeutet, auch in einer großen Volkspartei haben wir natürlich, also
ganz unterschiedliche Ansichten und der Diskussionsprozess läuft. Insgesamt muss man einfach sagen, so ich persönlich finde es, und ich weiß, dass ich da in meiner Partei und in meiner Fraktion genauso viele Kollegen, sehr viele Kollegen finde, die das ebenfalls so sehen, oder dass die CDU das insgesamt begrüßt, dass seit bis 1994 bestandene Paragraph 175, man darf gar nicht darüber nachdenken, ist ja so lange bestand, dass wir es also seitdem geschafft haben, gerade im Bereich der Lebenspartnerschaften doch einiges voranzubringen. Und ich denke schon, dass das eigentlich auch, ich weiß, dass Ihnen das hier nicht genügt, das ist mir klar und das nehme ich auch mit, das ist mir auch bewusst. Ja, aber grundsätzlich muss ich einfach sagen, dass dieses Gesetz natürlich schon sehr, sehr viele Aspekte aufgreift, die also das Ziel haben, Diskriminierung absolut zu verhindern. Und ich weiß, dass wir also insgesamt ja da auf einem Weg sind und dass wir natürlich immer noch an diesem Begriff uns, also dass beide Seiten eigentlich sagen, sie natürlich, warum ist dieser Begriff denn oder warum ist denn die Ehe für alle so ein Problem? Und natürlich gibt es auch... Können Sie das mal erklären? Also keine Diskriminierung ist ja noch keine Gleichstellung. Warum sagt die CDU, es ist eben ein anderer Begriff, es ist ein anderes Konzept dahinter? Da haben Sie ja sicherlich eine Argumentation. Ja, das sehen wir so und oder das sieht ja im Moment ein großer Teil derer so, die sich nicht damit anfreunden können, dass man also den Begriff Ehe sowohl für die heterosexuelle Beziehung als auch für die gleichgeschlechtliche Beziehung sieht. Nun muss ich dazu sagen, grundsätzlich sind wir aber in allen Aktivitäten so weit, und das betrifft ja auch finanzielle Dinge, das betrifft das Erbrecht, das betrifft beispielsweise das Steuerrecht, dass wir da auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Da bei dem Gesetz wird ständig nachjustiert, sodass tatsächlich bis auf die Begrifflichkeit eine Gleichstellung erfolgt. Und das begrüßen wir übrigens sehr. Da gab es eine... vom Verfassungsgericht vorgegeben. Da gab es auch jetzt mehrere Fragen, dann vielleicht, ja, ihr müsst euch das Mikro... Genau, geht auch ganz schnell und es richtet sich leider wieder an Frau Koch-Kupfer. Ich kann es nicht ändern, weil der Blick der Wahlprogramme liest mir leider nichts anderes zu, auch nicht der Blick in die Synopse. Und zwar, ich weiß nicht, ist Ihnen eigentlich bewusst, wie das auf Menschen wirkt, wenn man Fragenkataloge hat, komplexe, sei es der Punkt 5 dieser Wahlprüfsteine, der sich in Ausführlichkeit mit Familie beschäftigt und Sie jetzt sagen, es laufen Diskussionsprozesse und dann kommt von der CDU als Antwort ein Strich. Es kommt keine Anregung, keine Idee, kein Nichts. Es kommen einfach Striche. Da geht es um die Antworten, die die Parteien auf die Fragen vorher zugeschickt haben. Insofern, da sind einige Striche. Punkt 5.2, Punkt 5.3, ich könnte es weiter ausführen. Insofern lohnt sich da durchaus ein Blick rein. Das ist nämlich etwas, ich weiß nicht, ob Ihnen klar ist. Und insofern das als Frage, nehmen Sie es vielleicht einfach mal mit, was das für einen Eindruck hinterlässt. Das ist nämlich durchaus sehr frustrierend. Und da kann ich an einem Diskussionsprozess auch nicht wahnsinnig viel finden, weil ich den gar nicht gespiegelt bekomme, sondern einfach eine Art und Weise des Umgangs mit dem Thema, der durchaus eine gewisse Dramatik für uns hat, weil da geht es nicht einfach darum, dass wir Freizeit gestalten, da geht es einfach um Leben. Das Mikro kann vielleicht... Frau Koch-Kupfer, leider geht es auch an Sie, Dr. Zinski, mein Name. Sie haben gerade davon geredet, dass Sie ja über den Diskussionsprozess unheimlich viele Veränderungen angestoßen haben oder auch im Bund Veränderungen angestoßen wurden. Ich frage mich verzweifelt, welche. Die Veränderungen wurden durch Bundesverfassungsgericht angestoßen und leider nicht von der CDU. Von der CDU. Übrigens, der Paragraph 175 wurde auch nicht durch die CDU abgeschafft, der wurde mit abgestimmt, aber halt nicht durch die CDU, es hat eine andere Partei angeregt. Und ich frage mich jetzt natürlich verzweifelt, wenn Sie sagen, Sie stellen in der CDU eine Volkspartei dar. Mit den verschiedensten Meinungen, die ich durchaus toleriere und akzeptiere, bin ich erstmal dabei. Wieso öffnen Sie die Abstimmung nicht und halten sich so verzweifelt an Ihrem Koalitionsvertrag fest? Ich meine, daran ist es letztendlich ja beim letzten Mal im Landtag gescheitert. Wäre diese Abfrage letztendlich oder diese Verbindung nicht gewesen, denke mal, wäre der Antrag auch durchgegangen. Danke. Danke. Also die Frage, nach dem Fraktionszwang, den zu öffnen für so eine Abstimmung, und vielleicht haben Sie noch eine Erklärung dafür, warum es keine Antworten auf die Fragen zum Thema Ehe für alle in den Wahlantworten gab. Ich habe eigentlich nicht den Eindruck, dass da viel Konkurrenz,
Mit Mikro, genau. Ja, tatsächlich gab es mehrere Anfragen, aber wenn Sie das nicht beantworten können, dann also, sagen Sie doch was zum Fraktionsfonds. Ich gucke schon mal. Sie haben es ja eben schon dargestellt, dass es Vorbehalte gegen die Öffnung gibt und dem, ich habe Ihnen gesagt, wir sind in einem ständigen Diskussionsprozess, auch in einem Entwicklungsprozess und mit dieser Antwort müssten Sie sich jetzt erst einmal zufrieden machen. Frau Budde hat das Mikro schon in der Hand, die kann ja auch für die SPD mal was sagen, was sozusagen das Thema Initiative mit Beteiligung oder auch Fraktionszwang was angeht. Ich hätte den bei mir aufheben können, das wäre die Abstimmung nicht anders ausgegangen, als die Auffassung der SPD insgesamt ist und das ist ganz klar eine Öffnung der Ehe für alle. Wir haben das sowohl im Land verhandelt, aber also Frau Koch-Kuffer sitzt einfach am kürzeren Hebel heute, weil die CDU da einfach in der Mehrheit eine andere Auffassung hat. Sie wird da gar nichts anderes sagen können. Das ist mehrheitlich in der CDU abgestimmt und wir rasseln da immer wieder gegen Wände. Also es ist einfach so. Das wäre schön, wenn sich das für einen vielleicht möglichen nächsten Koalitionsvertrag ändert. Wir werden das in jedem Fall wieder mit auf die Agenda stellen, auf jeden Fall wieder mit ansprechen. Aber ich habe das auch im Bund bei den Koalitionsverhandlungen mitgekriegt. Da geht nichts rein. Das ist wirklich zum Teil ein Weltbild, was ich persönlich einfach nicht verstehe. Weil die Ehe hat hoffentlich auch immer etwas mit Liebe zu tun, aber nicht nur mit Liebe zu tun, sondern eben auch mit einer rechtlichen Vereinbarung und mit bestimmten Rechten, die damit verbunden sind und die man dann auch einklagen kann und die man auch sich gegenseitig sozusagen zusagen kann. Und ich verstehe nicht, warum das also an Mann-Frau gebunden ist, weil die Ehe ist mal als Institution ja gegründet worden, das war ja nicht immer nur Liebe. In anderen Zeitaltern ist die ja mal aus anderen Gründen gemacht worden, da sind auch Herrschaften und Machtverhältnisse mit geregelt worden, also immer sozusagen nur zu sagen, das ist das Hehre gewesen, so ist die Ehe ja gar nicht entstanden, sondern die hat auch immer andere Gründe gehabt und warum man Menschen gleichen Geschlechts nicht die Möglichkeit gibt, zumindest rechtlich, das Gleiche miteinander zu vereinbaren, was Mann und Frau miteinander da vereinbaren, das verstehe ich persönlich nicht. Aber ich weiß, dass Frau Koch-Kupfer hier heute nicht anders wird antworten können, weil die Mehrheit in der CDU da einfach anders drüber denkt. Es wäre schön, wenn sich die anderen durchsetzen könnten. Man kann sich ja ähnliche Argumentationslinien auch beim Adoptionsrecht ziehen. Ich würde gern nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Im grünen Wahlprogramm habe ich was gelesen, was noch einen ganzen Schritt weiter geht, nämlich, Frau David, Sie werden schon mit dem Mikro versorgt. Ja, gut. Und zwar sprechen Sie von Mehrelternschaft im Wahlprogramm. Und zwar, dass bis zu 4 Menschen die Verantwortung für ein Kind übernehmen könnten. Das geht natürlich auch ein ganzes Stück weiter. Frau Dabe, können Sie es vielleicht mal kurz erklären, was ist das Ziel davon? Naja, das Ziel ist, Sie haben ja eben das Thema Regenbogenfamilien angesprochen und darum geht es ja. Wir haben heute Familienrealitäten, wo mehrere Elternteile sozusagen Verantwortung für die Kinder tragen. Das ist in Patchwork-Familien gang und gäbe. Und das ist aber rechtlich überhaupt nicht geregelt. Und da sagen wir, da müssen wir ran, das ist die gesellschaftliche Realität. Und da wollen wir, dass die Regenbogenfamilien eben auch gleiche Rechte haben und da auf einer vernünftigen rechtlichen Basis agieren können. Das meinen wir damit, das ist die Antwort auf Ihre Frage. Aber gestatten Sie mir auch noch einen Satz mehr, weil ich kaue auf einem Satz rum, den Edwina Koch-Kupfer gesagt hat und für den muss sie schon als Person gerade stehen. Da geht es mir nicht um das CDU-Parteiprogramm. Aber also wir stehen ja für Toleranz, Bündnis 90, die Grünen, und gegen Diskriminierung und gegen Menschenfeindlichkeit. Und du hast eben den Satz gesagt, und dass du um Toleranz bittest für unterschiedliche Meinungen und unterschiedliche Haltungen. Und an dem habe ich dann so rumgekaut. Und da muss ich dann sehr deutlich sagen, also Toleranz für die Missachtung von Menschenrechten kann und will ich nicht aufbringen. Und die Frage der Toleranz von sexueller Identität ist eine Frage von Menschenrechten. Zum Thema Mehrelternschaft vielleicht auch mal die Frage an die FDP, die ja auch mal durch sehr liberale Ansichten sozusagen gekennzeichnet ist. Wie würden Sie das denn sehen? Würden Sie sagen, das geht zu weit? Zu weit, weiß ich nicht. Ich muss gestehen, klar, da kommt bei mir die Liberale durch. Ich frage mich dann immer, muss der Staat immer gleich alles regeln? Wenn man sich dann darauf verständigen kann, dass er nur das regelt, was ich quasi in zwischenmenschlichen Beziehungen so regeln muss, das ist hinten, also wenn, ist es ja immer so,
Recht ist dann nötig, wenn es Probleme gibt. Solange die Leute sich miteinander vertragen und es miteinander vereinbaren, ist alles überhaupt gar kein Thema. Ich sage mal, der Staat kommt ja immer dann überhaupt ins Spiel, wenn es dann mal ein Problem gibt. Die Frage bei Kindern zum Beispiel, wer hat dann zu irgendetwas zu entscheiden? Ich sage mal, jemand, der Kinder hat und ich sage mal, die Ehe geschieden ist, der weiß, glaube ich, worüber ich jetzt rede. Frage von Aufenthaltsrechten, die Frage, auf welche Schule geht ein Kind und weiß ich wie. Und dann kann es natürlich nötig sein, bei Gesellschaft, so wie wir uns heute entwickeln als Familien, dass der Staat in einige Bereiche deutlich stärker reingeht. Wenn ich mir nämlich jetzt vorstelle, dass gegebenenfalls 3 oder 4 ältere Erwachsene zuständig sein könnten, dann ist natürlich wirklich ein bisschen schwierig, so dass Kind sich das jetzt aussuchen, wer es entscheidet oder wer entscheidet solche Dinge. Ich glaube, dass solche Sachen einfach sich der Realität unserer Gesellschaft anpassen müssen. Aber da bitte ich als Liberale immer nur das regeln, was wir wirklich regeln müssen und nicht zum Schluss, dass also der eine oder andere dann erst sagt, ich möchte überhaupt nichts regeln, weil es wird hintendran zu kompliziert. Familienrechte, hatte ich glaube ich auch noch eine Frage gesehen dort. Mehrere, gut, alles klar. Dann kann jemand, müsste entweder mal jemand mit dem Mikro rumgehen oder ja. Alles ist heute. Also ich wollte mich jetzt ungern vordrängeln, aber es passte gerade zu... Er war ja schon mal, das passt okay. Schon. zu dem Punkt Mehrelternschaften. Das als Beispiel auch, dass das gar nicht unbedingt nur ein LGBT-Thema ist, sondern dass das auch da reinpasst, kenne ich aus meinen eigenen Verhältnissen. Wir sind eigentlich 5 Brüder, haben unterschiedliche Väter und auch Mütter und so weiter. Und mein jüngster Stiefbruder hat mal zu meiner Mutter gesagt, was nicht seine leibliche Mutter ist, sondern eigentlich nur eine Stiefmutter, du bist für mich mehr Mutter als meine eigene Mutter und kannst es aber leider nie sein, weil meine Mutter gar nicht aufgeben würde, Mutter zu sein, obwohl ich gerne von dir adoptiert werden würde als meine Mutter. Und auch da kommen wir ja in dieses Thema rein, dass also sich da rechtliche Realitäten von den tatsächlichen unterscheiden und die dann auch aber wirklich im Ernstfall gebraucht werden, nämlich die rechtlichen Realitäten. Und da würde ich Frau Höchstens fragen, würden Sie es denn, wenn das gewünscht ist, auch von jemandem zu sagen, es muss aber eben nicht der Rechtsstaat das regeln? Ja, das, was ich gerade zum Ausdruck habe, versucht zu bringen. Also ich sage mal, wenn Bedarf an einigen Stellen ist, sollte man es regeln, aber halt eben für mich immer wichtig, es nicht zu regulieren, weil es ist auch nicht schön, wenn, egal ob es 2 Erwachsene plus verschiedene Kinder sind oder mehrere Erwachsene und mehrere Kinder, dann zum Schluss ständig beim Jugendamt sitzen oder an anderen Stellen und dort dann über eine Familie entschieden wird. Also so weit sollte es nicht gehen. Also wobei ich ganz ehrlich sagen muss, es ist ein spannendes Thema, ist ich jetzt auch keine ich sag mal, Lösung hätte, wo ich jetzt sofort sagen würde, ach so, machen wir das und dann wird das funktionieren. Ich glaube, je komplexer unsere Gesellschaft, unsere Familienbilder auch werden, umso schwieriger wird es natürlich auch im Streitfall, das zu klären. Wenn es einen Wunsch gibt, etwas zu klären, so wie Sie es jetzt gerade darstellen, denke ich, macht sowas Sinn. Allerdings, wenn es zum Beispiel dann so heißt, dass die eine Mutter das dann nicht aufgeben möchte, gegen ihre Rechte dann verstoßen wird, dann wird es verdammt schwer, ne? Matthias van Ohr. Ja, Thema Kinder. Mein Gott, überall, wo Kinder sind, wo Menschen für Kinder Verantwortung übernehmen möchten, sollte man sie doch in allen Varianten unterstützen, in ihren Rechten, in ihren Pflichten, sodass es am Ende dem Kind gut geht. Denn das ist ja das Essentielle. Sodass es dem Kind gut geht, die Eltern dort in ihren Rechten und Pflichten unterstützen. Das sind ja oftmals schon Kleinigkeiten wie die Abholung im Kindergarten, was da nicht geregelt ist. Nee, da darf man nicht, weil man hat ja nicht die Erlaubnis dazu, muss ich wieder extra eine Vollmacht holen oder das Thema Krankenhaus. Es gibt so viele Dinge, die dort dann einfach ungeklärt sind und da lässt man die Eltern dann oftmals und damit ja dann auch die Kinder ganz schön allein. Das ist schade. Ganz kurz nochmal zu Frau Kupfer. Eine kleine Ehrenrettung habe ich da. Wir haben ja vor 2 Jahren schon zusammengesessen, die junge Union lud ein in Magdeburg hier zum Christopher Street Day, anlässlich des Christopher Street Days zum Thema Öffnung der Ehe und Adoption etc. Also das tut sich ja schon was, richtig viel sogar, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein CDU-Wähler, aber es tut sich unglaublich viel. Diskussion, demokratischer Prozess, das findet schon alles statt. Es gibt ja auch politische der CDU, die allerdings leider bislang eben nicht die Oberhand gewinnen. Das ist schade.
Man versucht, man hat den Eindruck, jedenfalls von außen, als möchte man diese Kräfte gerne auch immer irgendwo so ein bisschen auf Sparflamme halten, sodass man die alte Liebe fortführen kann. Das ist unglaublich schade. Ich habe ganz großes Verständnis, also ich schätze Sie wirklich sehr, ich habe großes Verständnis, Frau Kaufkupfer, dass Sie natürlich heute die Parteilinie hier, das Programm präsentieren müssen und das auch vertreten. Aber ich hatte wirklich vor 2 Jahren schon das Gefühl, wir wären weiter in dieser Frage, in dieser Diskussion bei dem Thema. Und ich denke auch, dass Sie das persönlich sogar vielleicht sind. Vielleicht ist das einfach ein Wunsch und den äußere ich einfach mal, vielleicht sogar stellvertretend für alle, die hier sitzen. Eine demokratische Partei, könnten Sie sich vorstellen, innerhalb der CDU eine der Vertreterinnen ja zu kämpfen für die Rechte von LSBTI, für die Öffnung der Ehe, für das Thema Adoption, ja eben gegen den Strom auch mal zu schwimmen, könnten Sie sich das persönlich vorstellen? Das wäre richtig klasse, würden wir uns freuen und da würden wir Sie dann auch dabei, schätze ich mal, unterstützen mit all unseren Argumenten, die wir auf Lager haben. Vereinnahmung, Frau Koch-Kupfer. Sind Sie bereit? Ja, weniger zu reden. Naja, Herr Fangohr, wir haben ja, vor 2 Jahren war das, ja, haben wir zusammengesessen. Also Sie haben ja natürlich bei der Diskussionsrunde der Jungen Union schon gemerkt, dass da, ich bin übrigens manchmal ganz erstaunt darüber, dass junge Leute doch auch ein sehr konservatives Bild haben können von, ist nicht nur eine Frage von Jugendlichkeit oder von wenigen Lebensjahren, dass es also auch Menschen gibt, also in der jüngeren Generation, die ein sehr klassisches, wie soll ich das sagen, konservatives Familienbild haben. Aber Sie haben an dem Abend natürlich gemerkt, das ist wirklich ein reger Diskussionsprozess, in den ich mich gern einbringe. Ich hatte vorhin noch eine Frage dort drüben gesehen. Ist dir noch die Frage? Nee? Gut, alles klar. Dann würde ich gern noch auf das Thema Trans- und Intersexualität zu sprechen werden. Also meine persönliche Wahrnehmung ist, kommt gleich eine Frage dazu, geht gleich los. Meine persönliche Wahrnehmung ist, nachdem das Thema Homosexualität sehr viel in den Medien war, sehr viel in der Politik diskutiert wurde, sehr viel von den Menschen auch als absolut, ich würde sagen, absolut normal angenommen wird, ist fast schon kein Thema mehr, auch wenn es noch Diskriminierungen gibt und das weiß ich auch. Ist das nächste, scheint die nächste Hürde zu sein, Trans- und Intersexualität. Ich habe das Gefühl, man liest viel mehr in den Magazinen, man sieht mehr in Fernsehbeiträgen dazu und das ist natürlich auch ein wichtiges Thema, wie kann sich Politik damit einsetzen. Es geht um Dinge wie Namensänderung, Beratungs- und Bildungsangebote. Und ehe ich eine Frage stelle, würde ich gerne die Frage dem Publikum überlassen. Also, mein Name ist Melanie Vogt, zum Begriff Transsexualität. Ich mag diesen Begriff überhaupt nicht. Das hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun, sondern... Transidentität, stimmt's? Das ist eine Geschlechtsidentitätsstörung und keine sexuelle Störung. Gut. Vielen Dank. Das war schon die Anmerkung. Okay, ja, gibt es schon eine Frage? Also gleich noch eine Frage dazu vielleicht? Wie kann man Minderheiten im LSBTI-Bereich besser schützen? Ja. Im Stichpunkt Antidiskriminierungsgesetz. Gut, danke schön. Danke für die Anmerkung, also Transidentität. Das ist einer der Punkte, denke ich, über die wir jetzt sprechen können. Ich würde sagen, fangen wir doch nochmal rechts bei Herrn Knöchel an. Würden Sie sagen, kein Mikrofon mehr da? Reichen wir durch. Oh. Das kriegen wir alles hin. Was sind denn Dinge, Beratung, Bildung, vielleicht auch beim Thema Gleichstellung, Unterstützung medizinisch, auch bürokratisch, also es ist ja einfach ein sehr, sehr langer Weg, wenn man seinen Namen ändern will, schon das ist äußerst kompliziert. Was kann man tun? Also mal abgesehen, bürokratische Hürden abbauen, ja, da bewegen wir uns wieder auf dem Bundesrecht, können wir Bundesratsinitiativen sicher starten, aber was ich glaube noch viel wichtiger halte, um Diskriminierung abzubauen, ist gesellschaftlicher Diskurs über das Thema. Denn das ermöglicht, dass sich eine breite Bevölkerungsschicht auch damit auseinandersetzen kann, was es alles gibt und es auch zu akzeptieren. Denn das, was man kennt, ist man eher geneigt zu akzeptieren. Homophobie tritt ja vor allen Dingen in Räumen auf, wo sowas selten zutage tritt, also ländlichen Raum. Fremdenfeindlichkeit tritt dort auf, wo keine Fremden sind.
Deswegen, ich glaube, der gesellschaftliche Diskurs ist hier ganz wichtig und hier kann Politik auch unterstützen. Zum Beispiel die Studie der Leopoldina, die zu diesem Thema erschienen ist, die möchte ich ganz besonders hervorheben, weil die in der Politik den Diskurs befördert hat, die eben nicht sich damit auseinandergesetzt hat, ist das schön oder nicht, sondern die ganz konkrete Handlungsempfehlungen für Politik gegeben hat, für Medizin gegeben hat, die aus ethischen Gesichtspunkten das betrachtet hat, wie Politik damit umgeht. Also diese Frage der Normalität und des Diskurses halte ich für sehr wichtig, um Diskriminierung abzubauen. Neben denen, und da können Sie auch nochmal in die entsprechenden Wahlprüfsteine gucken, stehen wir natürlich für die ganze Frage der Gesetzesänderung, um diese ganzen bürokratischen Hürden deutlich zu erleichtern, beim Namensrecht und was es da alles gibt. Aber wie gesagt, ich halte den Diskurs für fast noch wichtiger und da kann die Politik durchaus Impulse auch setzen. Ja, man braucht wirklich nicht alles wiederholen, weil ich unterschreibe das sofort. Das Problem sind halt politische Mehrheiten, das muss man an der Stelle auch sagen. Die gesellschaftlichen Mehrheiten sind, glaube ich, sogar viel weiter, ganz andere. Das sieht man ja auch bei Befragungen in der Bevölkerung, was das Thema eine Ehe für alle angeht, was das Adoptionsrecht angeht und viele andere Dinge. Ich glaube oft, dass Bevölkerung und Gesellschaft viel weiter ist, als das, was sich gerade in den letzten Jahren in politischen Mehrheiten abbildet. Dadurch, dass es immer wieder auf allen möglichen Ebenen die großen Koalitionen gibt, ist das ein Punkt, wo man sagen muss, der lässt sich schwer in großen Koalitionen verändern. Das muss man schlichtweg einfach so sagen. Naja, also wenn denn gar keine anderen Mehrheiten mehr möglich sind, so wie wir das jetzt bei den Umfragen sehen, sondern bloß noch diese eine Mehrheit da ist, heißt das, Politik blockiert etwas durch einen Partner in der Koalition, ja, was eigentlich gesellschaftlich akzeptiert ist. Was das Thema angeht, Identität, da glaube ich auch, dass da noch ganz viel mehr, aufbauend auf dieser Studie zum Beispiel, in den gesellschaftlichen und politischen Raum hinein geredet, diskutiert, erklärt werden muss und das in eine gewisse Normalität reingeholt werden muss, weil das hat wirklich so ein Stück Schattendasein gefristet, in Anführungsstrichen. Da ist weniger darüber diskutiert worden. Das ist aber, glaube ich, auch in gesellschaftlichen Prozessen normal, dass es so Zugpferde gibt, ja, die, wie lange hat das denn gebraucht, bis sich Menschen getraut haben zu outen und auch als Zugpferde aufgetreten sind, ja, auch für gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften und für die Akzeptanz, das hat ja auch viele Jahre gebraucht, bis das in die Breite der Gesellschaft getragen ist. Und ich glaube, das Problem sozusagen Identitätsveränderung oder Wechsel, das ist etwas, was jetzt in die Sichtbarkeitsschwelle gekommen ist, Gott sei Dank. Ja, wo mehr drüber geredet wird, wo auch mehr Menschen sagen, Mensch, das ist doch ganz normal. Ja, beschäftigt euch doch einfach damit, klärt auf, redet drüber, erzählt, nehmt das auch in den Bildungsbereich mit rein, damit dafür überhaupt ein Verständnis, überhaupt eine Kenntnis da ist. Und ich glaube, das wird wahrscheinlich noch schwerer werden, weil auch da erst ein gewisser Druck, glaube ich, ein gesellschaftlicher Druck entfaltet werden muss, damit, falls die Mehrheiten so bleiben, wie sie sind. Und wenn wir momentan in das Wahlverhalten reingucken, ist das eben sowohl auf Bundesebene als auch in den Länderebenen ebenso. Die CDU ist bei 30%. Ja, und das ist für dieses Thema schwierig, muss man schlichtweg sagen. Für andere Themen vielleicht nicht, aber für dieses Thema, wenn man ehrlich ist, ist das schwierig. Insofern, in unseren Antworten steht genau wahrscheinlich identisch das drin, was in Ihren steht und in denen der Grünen. Das ist auch unsere Grundüberzeugung. Aber was die Frage der Umsetzbarkeit angeht, wird das noch ein Zahn schwerer wahrscheinlich sein, weil es noch nicht ganz so verbreitet in der Bevölkerung, auch im Denken und im Wissen und im Kennen ist, wie die anderen Bereiche der Gleichstellung. Frau Dahl, aber trotz der rot-rot-grünen Einigkeit, haben Sie noch was zu ergänzen? Die rot-rot-grüne Einigkeit, ja, dass wir uns gerne an einer Bundesratsinitiative beteiligen würden. Ich würde das sofort machen. Wir machen das. Na, Frau Dahl, wir schaffen das. Gut. Gut, das ist, glaube ich, nicht überraschend, dass wir uns da auch gerne an der Bundesratsinitiative beteiligen würden, die genannten rechtlichen Probleme ausräumt. Aber ich glaube, dass die gesellschaftliche Hürde hier in der Tat eine viel höhere ist. Ich nehme zwar wahr, wie Sie das beschrieben haben, Frau Wolfskamp, dass da was passiert, dass da Bewegung drin ist, aber
Ich glaube, den Menschen klarzumachen, dass das, von dem sie immer gedacht haben, dass das eine ganz klare Kategorie ist, Mann und Frau. Dass es eben überhaupt nicht so eine klare Kategorie ist und nicht für einen unter einer Million, sondern für einen beträchtlichen Prozentsatz von Menschen. Ja? Das ist verstörend. Das ist für die Menschen verstörend, weil so Männlein, Weiblein, das ist so das, was man so hat. Ne? Und dass es da sozusagen auf der einen Seite Leute gibt, die damit ihre Identität nicht bei sich sind, das nicht für sich so entscheiden können und wollen, und andere, die das auch von ihrer biologischen Ausstattung nicht so eindeutig sehen. Und dass man deswegen diese Grundkategorie, die für einen Menschen so eigentlich so als Grundkategorie im Raum steht, hinterfragt, wenn man von Transmenschen und Intermenschen redet. Das, glaube ich, das ist ein ganz dickes Brett, das man bohren muss. Also da die Leute mitzunehmen und das dann tatsächlich auch umzusetzen und da geht es ja nicht nur um den Abbau von Hürden, sondern da auch Verständnis für zu wecken. Und die Menschheit, wenn Sie da zurückgucken, die wusste immer, dass es Homosexuelle gibt zum Beispiel. Ja, das ist kein Geheimnis. Sie sind in der Geschichte in unterschiedlichen Kulturen unterschiedlich mit umgegangen worden. Aber sozusagen die fließende Grenze oder die Unsicherheit über die Grenze Mann und Frau, das ist nicht in der Kultur so verankert. Ja, und insofern sage ich, das ist ein dickes Brett, wir sind bereit, das zu bohren und dafür auch zu werben, darüber auch aufzuklären, zu werben, dass das eben auch zu Menschen dazugehört, aber ich sehe das als richtig noch eine große Aufgabe, die da vor uns liegt. Ich gebe das hier weiter. Grüßen Sie auch. Ich würde jetzt ungefähr das Gleiche wiederholen. Ergänzen Sie. Ich bin mir aber, also auch ich glaube, dass der gesellschaftliche Diskurs erstmal das Wichtigere ist, überhaupt ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Denn jeder, der mal für sich selber folgende Übung macht und zu überlegen, mit jemandem zu sprechen, ohne ihn oder sie geschlechtlich zu bezeichnen, wird feststellen, wie fest wir alle in dem Bewusstsein sind, dass es er und sie gibt und sonst nichts. Das ist also total interessante Erfahrung, wenn man das einfach einmal versucht. Die meisten von uns werden wahrscheinlich kläglich nach ein paar Minuten scheitern und irgendeine Geschlechtszuweisung gemacht haben. Und das zeigt, glaube ich, wie tief das in unserer Gesellschaft auch drin ist. Und wir müssen hier tatsächlich erstmal für ein Bewusstsein sorgen. Ich habe ein, zwei Gespräche dazu mal geführt, wo ich dann so ein bisschen angeguckt worden bin, so nach dem Motto, ja, klar, einer in Sachsen-Anhalt, so ungefähr, der eine in Sachsen-Anhalt, worüber redet die, haben wir da überhaupt einen Bedarf? Deshalb brauchen wir dieses Bewusstsein und ich glaube auch, dass wir vor allen Dingen für Erzieher, Erzieherinnen Ansprechpartner brauchen. Also sowohl im außerschulischen als auch im schulischen Bereich, denn das sind meistens diejenigen neben den Eltern, die halt überhaupt in eine Situation kommen, mit der sie umgehen müssen. Und ich glaube, dass wir hier tatsächlich im Land parallel zu diesem Diskurs auch dafür sorgen müssen, dass es Ansprechpartner gibt, wo sich Eltern hinwenden können, wo sich junge Menschen hinwenden können, wo sich aber auch Erzieherinnen und Erzieher hinwenden können, die hier Fragen haben, mit denen sie nicht umgehen können und halt nicht jeder dann hingeht und zunächst mal hört sich ein paar Bücher holt oder im Internet googelt oder sonst was macht, sondern halt eben ein Gespräch sucht, um für sich selber so einen klaren Handlungsfaden zu bekommen, um auch beraten zu können. Frau Koch-Kupfer, Frau Budde hat gesagt, die Gesellschaft ist schon weiter als die Politik und die politischen Mehrheiten sind nicht da. Die CDU als Volkspartei, warum würden Sie sagen, sind die politischen Mehrheiten so schlecht mit der Gesellschaft übereinzustimmen? Warum kann man nicht einfach sagen, das ist eigentlich eine Sache der Gesellschaft? Warum muss die Politik sich da einmischen oder Rahmenbedingungen setzen? Aber das, darüber reden wir ja jetzt gerade. Ne? Genau. Also ich wollte eigentlich ganz kurz nochmal mich anschließen an das, was Frau Hüskens gesagt hat. Also 1985 hätte ich mich sehr darüber gefreut, wenn ich ein Beratungsangebot gehabt hätte. Da stand ich nämlich das erste Mal vor einer Klasse als Lehrerin. Ich war 22 Jahre alt und hatte eine 5. Klasse und ich habe die Schüler eben, das war damals noch so, aufgerufen. Und eine meiner Schülerinnen sprach mit einer relativ tiefen Stimme. Und es hat mich erst einmal natürlich irritiert, der Rest der Klasse, wie gesagt, eine 5. Klasse, hat schon so ein kleines bisschen so komische Reaktionen dazu gezeigt. Und dann kam irgendwann die Schulärztin und die nahm mich zur Seite und sprach mit mir darüber, dass es für sie also erst einmal eine
auch, sie muss in ihrer Ausbildung also überhaupt nicht allumfassend ausgebildet worden sein, sondern sie war also auch erst einmal mit einer neuen Situation konfrontiert. Und ich muss sagen, um 1985, man kann ja mal ein bisschen rechnen, in welchen Rahmenbedingungen ich da gearbeitet habe, war ich da also außerordentlich allein, und die Schulleiterin hat mich dann nochmal zur Seite genommen, ich sage mal so, ich habe die Diskriminierung ständig gespürt, und zwar nicht von meiner Seite, sondern von Seiten natürlich der Schüler, der Eltern und natürlich auch von Seiten des Lehrerkollegiums, nicht von allen. Und da merkt man also, dass wir doch also wirklich in der Sache Aufklärung da noch eine ganze Menge zu tun haben. Und ich denke, das ist der erste Schritt. Und dann Politik, also was macht dann Politik, wenn sozusagen die Gesellschaft sagt, wir nehmen das doch an, und muss die Politik dann nicht auch Rahmenbedingungen genau dafür schaffen? Ich denke, das ist dann die logische Konsequenz, aber über die ich kann jetzt nicht in die Glaskugel schauen, und ich kann Ihnen ja dazu natürlich jetzt noch nicht die Antwort darauf geben. Also Sie sagen immer, erst muss die Gesellschaft kommen und dann später die Politik nach. Das ist nicht unbedingt so, aber wir haben ja eben gesagt, dass es also gerade in der Frage natürlich schon also auch einen wirklichen Prozess geben muss. Und wenn Sie mal überlegen, von 85 bis jetzt, ne, und so ganz, also es hat sich etwas getan, aber noch nicht so viel, wie ich mir zum Beispiel auch gewünscht hätte. Herr Dragon, noch Ergänzung von Ihnen. Es fiel das Wort hier normal. Wenn das normal wäre, wäre die Veranstaltung heute umsonst. Dann würden die viele Fragen nicht gestellt werden, wenn es normal wäre. Es ist nichts normal. Es ist wahrscheinlich leichter für einen Künstler, seinen Namen zu ändern, als für betreffende Person, dieses zu beantragen. Es wird immer Hemmnisse geben für diskriminierte Gruppen. Nennen wir es einfach wirklich so, diskriminierte Gruppen, dass die zum Beispiel auch nicht gleichgestellt werden. Gleichstellung heißt immer noch nicht, dass sie auf der gleichen Ebene wie dieses klassische Bild, Familienbild agieren dürfen und noch die gleichen Rechte haben. Wir kassieren Steuern als Staat von diesen Leuten, aber wenn diese betreffenden Gruppen Rechte einfordern, die ihnen schon seit mehr als Jahrzehnten zustehen, eigentlich dürfte man dann darüber gar nicht diskutieren, das müsste für den Staat selbstverständlich sein. Geht es um Geld, was wir nehmen können? Bitteschön. Aber wenn da Rechte kommen, dass wir vielleicht das Erbschaftsrecht, dass wir auch denn sehen, dass die Partner oder Partnerinnen abgesichert werden, das hat auch was mit Absicherung zu tun, ansonsten erlöschender Perspektiven. Es gab, soweit ich mich erinnere, Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre, bei Adoptionsgeschichten in den alten Ländern, dass homosexuelle Paare oder gleichgeschlechtliche Paare Kinder adoptieren durften. Allerdings HIV-infizierte Kinder. Das wurde nie groß veröffentlicht, aber man hat dann festgestellt, dass man da wirklich zuverlässige Eltern oder zuverlässige Partner hatte, weil der Staat nicht weitergekommen ist. Und so darf es nicht sein, dass dann solche betreffenden Menschen Kinder adoptieren wollen und dann nur Kinder adoptieren mit einem Handicap. Also Recht und Wobei Pflicht. Auch kranke Kinder liebenswert und lebenswert sind. Recht und Pflichten im Ausgleich. Zu diesem Thema, ich schaue nochmal, ob da Fragen sind. Wir haben ja hier wirklich so einen kleinen, ja, da in der Mitte ist noch einer, gut. Carsten Köpp, Landesvorstand LSVD, Lesben- und Schwulenverband in Sachsen-Anhalt. Ich habe eine Frage, weil wir bei dem Thema Diskriminierung sind und wir vor 2 Jahren im Landtag eine aktuelle Debatte verfolgen konnten zu einem Verein, der Leo hieß oder der Leo heißt und das Thema Homoheilung auch nicht wirklich, wenn man die Medien verfolgt, vom Tisch ist. Das richtet sich an alle, weil diese Frage auch nicht geklärt ist. Wie wollen Sie zukünftig mit solchen Vereinen umgehen, sowohl in der Förderung als auch in dem, was eine Gesellschaft ertragen kann, mit öffentlichen Geldern, mit der Förderung von solchen Vereinen? Leo ist ja Gott sei Dank damals aus dem Paritätischen ausgeschlossen worden. Wie stellen Sie sich das in Sachsen-Anhalt vor? Und da würde ich gerne von allen
die hier vorne auf dem Podium sitzen, gerne eine Antwort bekommen. Okay, dann vielleicht eine kurze Fragerunde. Wir können ja mal zur Abwechslung dort anfangen und da, dann sind Sie gleich wieder dran. Vielleicht kurze Antworten, wir haben noch ein anderes Thema. Wie stell ich mir das vor, dass wir zwar jetzt nicht mit in den Landtag kommen werden, aber die Möglichkeit haben, ob unserer Vernetzung den notwendigen Druck von unten zu machen über Anfragen, die wir dann eben gegebenenfalls über die Kommunalparlamente, über die Kreistage und so weiter denn rausbringen, dass wir Anfragen starten, auf die wir auch dann die dementsprechenden Antworten verlangen, auch hinsichtlich Finanzierung von Projekten. Dankeschön. Also grundsätzlich ist das, also die Debatte ist mir sogar noch präsent und natürlich auch das von Ihnen angesprochene Problem. Und grundsätzlich bin ich, also gerade in dieser Frage ganz nah bei Ihnen, das wissen Sie, und es gab eben auch, wie gesagt, im Nachgang noch eine ziemliche Diskussion und ich denke schon, dass wir da als Politik natürlich eine große Verantwortung haben, wir alle, und dass wir da ganz genau hinschauen müssen und werden. Also das Land, wenn es Geld gibt, kann an die Vergabe von Mitteln natürlich Bedingungen knüpfen. Und zwar würde es immer über Zielvorgaben machen und tatsächlich nur Projekte oder Institutionen fördern, die den Zielen folgen, die ich als Land, wenn ich jetzt ich als Land, halt eben auch entsprechend verfolge. Was allerdings nicht sein darf, weil mir kam jetzt gleich, als Sie das gesagt haben, Sie werden es noch nicht gemeint haben, vermute ich mal, wir kennen uns lang genug, dass man natürlich auf der anderen Seite aber aufpassen muss, dass ich Fördertatbestände oder Fördermittel nicht mit noch irgendwelchen weiteren Dingen verknüpfe. Weil mir fiel jetzt gerade im politischen Bereich das ein oder andere ein, was ich nicht so gerne haben wollen würde, also politisches Wohlverhalten und solche Sachen, also die richtige Richtung. Sowas darf natürlich nicht sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass man es völlig problemlos hinbekommen würde, in Förderbescheide halt eben inhaltliche, materielle Vorgaben auch zu machen, die sowas zum Beispiel, wie wir da bei Leo hatten, ausschließen würden. Ja, Leo, wenn ich das richtig erinnere, war das eine aktuelle Debatte, die wir, Bündnis 90 Die Grünen, beantragt haben, weil ich es ganz ehrlich völlig unerträglich finde. Wir haben ja sozusagen zwei Probleme an der Stelle. Ja, wir haben eben darüber gesprochen bei der Bildung, Sie erinnern sich, wo ich gesagt habe, das Problem bei der Bildung bei den Kindern sind ja die Eltern, die denken, dass Homosexualität ansteckend ist. Ja? Und da haben Sie wieder so ein verqueres Menschenbild, ja? Dass sexuelle Identität irgendwie etwas wäre, was veränderungswürdig wäre oder gar oder überhaupt auch nur veränderungsfähig wäre. Also da stimmt schon die Grundauffassung nicht. Das ist das eine Problem. Und das zweite, was uns dann politisch wirklich also zornig gemacht hat in der Debatte, sind dann die Rechtfertigungsversuche der CDU, auch des Fraktionsvorsitzenden der CDU an der Stelle, André Schröder, der dann immer wie gesagt hat, ja, aber die machen doch sonst gute Arbeit. Also die machen doch sonst dieses und jenes, ich weiß es nicht mehr, Kochkurs oder keine Ahnung, was die sonst so treiben. Und dann kann man das doch nicht, dann kann man das doch nicht verbieten, wenn die doch sonst so gute Sachen machen. Und da kann ich einfach nur nochmal sagen, was ich eben gesagt habe. Ich bin nicht bereit und meine Partei ist nicht bereit, Toleranz gegenüber Positionen zu pflegen, die Menschenrechte mit Füßen treten. Und sowas tritt Menschenrechte mit Füßen und das ist nicht mit öffentlichen Mitteln zu bezahlen. Das ist doch völlig einfach. Am einfachsten würden wir das klären, wenn wir das Thema in die Verfassung aufnehmen, dann hätte man sozusagen einen rechtsfesten Grund, auch zu sagen, Vereine, die dem nicht entsprechen, werden nicht gefördert. Das wäre es klärsten. Aber auch ansonsten haben wir damals gesagt, wenn der Verein sich nicht davon distanziert, ist er nicht mehr förderfähig. Weil also dieses Thema ganz offen Homophobie so auszutragen, das geht einfach gar nicht. Ich finde auch, dass die Vereinsmitglieder, so wie der Paritätische reagiert hat, auch selber sich davon distanzieren müssen. Wenn die anderen Sachen weiter förderfähig bleiben sollen, muss der Teil raus.
Anders geht es gar nicht. Naja. Wenn ich jetzt noch dazu bedenke, dass der ganze Hokuspokus ja erst durch journalistische Berichterstattung aufgeflogen ist und davor das viele Jahre passiert ist, dann heißt das also, wir müssen auch gucken, was mit öffentlichen Mitteln passiert. Und ich glaube, Verbotsklauseln helfen da nicht, sondern man muss immer fragen, was ist denn der öffentliche Zweck? Und ich erkenne keinen in so einer Tätigkeit. Aber in dem Zusammenhang fällt mir noch eine andere Frage eben auf. Und da sind wir wieder beim Anfangsthema. Da gibt die Leute, die sich dort in vermeintliche Heilung begeben haben, haben das ja meist freiwillig gemacht. Also was ist sozusagen das, was an gesellschaftlichen und Bildungsbackground da ist, damit ich meine, ich bin krank, wenn ich homosexuell bin? Was ist sozusagen der, und da sind wir wieder bei der Frage, wo muss Aufklärungsarbeit, wo muss Bildungsarbeit ansetzen, so früh wie möglich, dass niemand mehr überhaupt in so eine bedrängte Situation kommt, dass er von sich selber annimmt, das, was er tut, was er empfindet, was er fühlt, sei unnormal. Und das ist, denke ich mal, der Schluss dazu. Denn wir werden nicht verhindern können, dass es homophobe Einstellungen in dieser Gesellschaft gibt. Wir können ihnen entgegenwirken. Und zwar dort, wo Staat auch intervenieren kann, wo er was tun kann, nämlich in der Aufklärungs- und der Bildungsarbeit. Damit solche Positionen immer mehr ins Hintertreffen geraten. Das halte ich für ganz wichtig, in dem Zusammenhang auch nochmal zu sagen. Das ist, wie gesagt, dass wir auch über Aufklärung, gesellschaftliche Arbeit solchen Vereinen die Existenzgrundlage einfach dadurch entziehen, dass die Konflikte, die sie ausnutzen bei den Menschen, die sie da angeblich heilen, gar nicht mehr spürbar sind. Danke für die Antwortrunde. Herr Klöcher, wenn Sie das Mikro noch mal für eine Frage, einen Satz hatten, Frau Dalbert, versprochen, dann... Einsatzergänzung. Die Ursache für Homoheiler mag Homophobie sein, aber das, was sie machen, ist, dass sie Menschen tiefgründig schädigen, weil Homoheilung lässt tiefe Verletzungen und Spuren in der Psyche von Menschen zurück. Wir hatten ja heute die Umfrage von Infratest DIMAP und darin war als eines der wichtigsten Themen das Thema Flüchtlingspolitik genannt worden von 60% der Befragten, was dazugehört. Etwas, was auch die Landespolitik nur begrenzt beeinflussen kann. Ich würde aber gerne die letzten 10 Minuten, Viertelstunde ungefähr noch, dafür nutzen, dass wir noch mal kurz über LSBTI-Flüchtlinge sprechen. Denn also Menschen fliehen aus wirtschaftlichen Gründen, aus politischen Gründen, aber es gibt eben auch solche, die aus persönlichen Gründen fliehen, weil sie eben in ihrer Heimat aufgrund ihrer Identität, aufgrund ihres sexuellen Lebens bedroht werden, auch durchaus Leib und Leben. Und sich dann hier in Deutschland auch wieder vor Schwierigkeiten sehen, ob in Gemeinschaftsunterkünften oder weil sie sich vielleicht gar nicht trauen, den Grund zu nennen, warum sie geflohen sind und dann weniger Chancen haben zu bleiben. Das wäre jetzt ein sehr wichtiger Punkt, über den ich gerne auch nochmal mit möglichst vielen auf dem Podium sprechen würde. Genau, ich gebe einfach erstmal das Mikro mal wieder auf die linke Seite, immer Gleichgewicht schaffen. Frau Hüskens, LSBTI-Flüchtlinge, wo sehen Sie denn Thema Unterbringung, Thema Beratung und wir müssen auch dann noch über sichere Herkunftsländer sprechen, die größten Handlungsnöte? Ja, das ist ja natürlich wegen, ich sag mal, eigentlich das, wofür das Asylrecht in Deutschland eigentlich gemacht worden ist, für Menschen, die herkommen aufgrund in ihrer Person begründeten Aspekten. Und da haben wir, glaube ich, auch wirklich eine besondere Verantwortung für. Ich habe, als ich die Wahlprüfsteine gelesen habe, mir auch mal so versucht, durch meinen Kopf durchgehen zu lassen, wie sind so eigentlich die einzelnen Stationen, die jemand durchläuft, wo ist eigentlich der Punkt, an dem jemand, der aus einem Grund zu uns kommt, schon das, ich sag mal, immer kommunizieren können muss, und zwar niedrigschwellig, also so, dass es jetzt nicht die hohe Hürde ist und ihn selber wahnsinnige oder sie selber wahnsinnige Überwindung kostet. Und ich glaube, dass es tatsächlich in der Erstaufnahme eigentlich sofort möglich sein muss. Also es wird immer ein bisschen schwierig sein natürlich, ob diejenigen, mit denen, auf die ihr zuerst trifft, dann auch geeignet sind. Ich bin mir da immer nicht so ganz sicher, gerade jetzt im Augenblick, wo ja unglaublich viele Beamtinnen und Beamte, Verwaltungsangestellte da umgerubelt worden sind, die bisher ganz was anderes gemacht haben. Aber eigentlich muss es so sein, dass Menschen, die zu uns aus diesem Grund flüchten, möglichst schnell auch kommunizieren können, warum sie zu uns kommen. Und dass man dann dafür sorgt, dass sie ein Umfeld bekommen, in dem sie dann nicht wieder Verfolgung ausgesetzt sind. Ich glaube, das ist also in dem Aspekt enorm wichtig.
und das dann halt eben auch schnell kommuniziert werden kann, also auch Sprachbarrieren hin und her, dass ich schnell kommunizieren kann, was es bei uns für Möglichkeiten gibt und dass man hier tatsächlich einen entsprechenden Weg geht, der vielleicht, also ich möchte jetzt keine Positivdiskriminierung machen, aber der vielleicht in dem einen oder anderen Punkt dann eben auch nicht der normale Weg ist, den jetzt Flüchtlingsfamilien, Flüchtlinge bei uns gehen würden. Die Einfachheit, wenn Sie es einfach, Frau Kupfer. Naja, also grundsätzlich ist es ja so, dass jeder, der Schutz sucht, den auch bekommen muss und dass man natürlich dafür Sorge tragen muss, dass jemand, der schutzbedürftig ist, auch in einem Raum untergebracht wird, der ihm den Schutz gewährt. Nun haben wir natürlich im letzten Jahr doch mit sehr hohen Flüchtlingszahlen zu tun gehabt und unser ganzes Bestreben lag auch darin, gerade weil auch der Winter vor der Tür stand, natürlich eben entsprechend dafür zu sorgen, dass die Rahmenbedingungen für alle so sind, dass eben beispielsweise keiner in Zelten lebt. Und wir haben da, glaube ich, eine ganze Menge geleistet. Und als Land können wir sagen, wir haben das besser hingekriegt als viele andere Bundesländer. Das finde ich übrigens gut. Und natürlich ist es so, dass die Beratungsangebote, die da sind, auch für LSBTTI-Flüchtlinge unbedingt zur Verfügung stehen müssen und dass die entsprechenden Mitarbeiter in den Einrichtungen sensibilisiert werden. Ich fände es eben auch gut, wenn wir in das Landesprogramm natürlich auch diesen Bereich noch mit aufnehmen würden, denn da besteht noch Handlungsbedarf. Naja, und Alleinerziehende mit Kindern sollten natürlich ganz besonderen Schutz genießen. Und man muss jetzt sagen, Frauen in den Unterkünften haben eben, also auch da müssen wir den Fokus drauf legen, sowohl als auch. Herr Dragon, Sie schütteln den Kopf. Ich denke, es ist hier jemand im Raum, der dazu wirklich was sagen könnte, hinsichtlich der Betreuung von solchen LSBTI-Flüchtlingen. Ich bin der Meinung, dass die Behörden in keinster Art und Weise sensibilisiert sind und darauf vorbereitet sind, dass homosexuelle oder gleichgeschlechtliche Flüchtlinge hier aufschlagen könnten. Das immer runterzubrechen auf alleinreisende Frauen ist schon eigentlich... viel wird es dann runtergebrochen, dass alleinreisende Frauen oder alleinreisende Kinder unter schutzbedürftig zu verstehen sind. Wenn ich den Matthias Fangohr mal richtig verstanden habe, war er federführend mal in solcher Aktion mit drin, die auch publiziert worden ist. Ja, gut. Ja, waren alle drin. Und es scheint aber auch vielen gar nicht klar zu sein, aus welchen Ländern kommen denn diese Kriegsflüchtlinge. Und ich habe immer mal diese Karte, die mir freundlicherweise von euch zur Verfügung gestellt wurde. Und wenn ich da drauf schaue und einfach noch sehe, dass in fast 70 Ländern weltweit Homosexualität wahrscheinlich bei denen auch wie eine Krankheit oder eine Seuche betrachtet wird, aber strafrechtlich verfolgt wird, teilweise auch mit der Todesstrafe, dann kann ich mir vorstellen, wie sich diese Flüchtlinge fühlen, wenn sie hier in Massenunterkünften kommen und auf Leute aus ihrem Umfeld treffen, die das gar nicht tolerieren. So, wenn denn auch noch die Kräfte, die seitens diese ganze Integration begleiten sollen, nicht vorbereitet sind, nicht sensibilisiert sind und sich auch in dieses Thema gar nicht reindenken können, wird es hier irgendwann, und wir können froh sein, dass es noch nicht zu irgendwelchen Exzessen gekommen ist, die dann auch den Namen dazu denn tragen, sondern dann wird es Ausschreitungen geben und davor müssen diese Menschen bewahrt werden. Und da kann ich eigentlich auch wirklich nur die Politik auffordern, zeigt die notwendige Sensibilität, komisches Wort, und bereitet euch darauf vor, es wird kommen, es ist bereits da. Aber keiner hat es im Hinterstübchen. Und Beispiele für Gewalttaten gab es ja tatsächlich auch schon, auch hier in Magdeburg. Genau, einfach Ihnen. Da kann ich schon gut anknüpfen, weil das so nicht stimmt, wie Sie das darstellen. Wir haben beispielsweise die getrennte Unterbringung von LSBTI-Flüchtlingen bei der Erstaufnahme schon im Landtag in einem Antrag gefordert. Also eine gewisse Sensibilität für das Thema ist sicher in meiner Partei Bündnis 90 Die Grünen vorhanden. Aber lassen Sie mich nur mal grundsätzlich anfangen. Sie haben es ja in Ihrer Frage auch schon angesprochen.
Wenn man den Bereich LSBTI anguckt, ist es mit für mich ein Grund, warum ich eine vehemente Gegnerin der Ausweitung der sicheren Herkunftsländer bin. Ja? Und da, glaube ich, ist mal der erste Punkt, wo man als Politik stehen muss und sagen muss, viele Länder, von denen gesagt wird, sind angeblich sichere Herkunftsländer, sind eben keine sicheren Herkunftsländer. Und wenn man sieht, manche anderen Länder erkennen da auch mehr Asylbewerber an, als wir das zum Teil tun. Also das ist der erste Punkt. Ich glaube, da muss man sehr klar sein. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mit Menschen, die zu uns fliehen, zu tun haben, beruflich schult, sie dafür sensibilisiert, auch Informationsmaterialien für die Flüchtlinge bereitstellt. Da gibt es zum Beispiel einen ganz guten Flyer vom Samariterbund in Nordrhein-Westfalen. Also es gibt da schon Dinge, die man tun kann. Und dann muss man natürlich die Mittel bereitstellen, dass eben dort, wo das notwendig ist, Menschen eben auch untergebracht werden, weil das kann nicht angehen, und da schließe ich mich dann wieder an, es kann nicht angehen, dass Menschen, die hierher zu uns nach Deutschland fliehen, um hier Schutz zu finden, dann ungeschützt in Massenunterkünften sind und dann weiter wieder Angst haben. Das möchte ich nicht. Jetzt darf Frau Budde auch mal wieder mit Mikro reden. Ja, das sind spannende Themen. Ja, ja, es ist nicht so, dass man da irgendwie, dass das hier so ein Thema ist, wo man nicht das Kribbeln manchmal kriegt. Ja, also bei der Menge an Flüchtlingen, die angekommen sind, sind sicherlich auch Fehler gemacht worden, ganz klar. Und bestimmte Dinge einfach nicht sofort berücksichtigt worden. Obwohl wir in Sachsen-Anhalt, glaube ich, relativ frühzeitig auch Schutzräume dafür eingerichtet haben, für verschiedene Gruppen, die besonders verfolgt sind oder mit besonderen Repressalien zu rechnen hatten. Und man wird auf den Bereich der LSBTI-Flüchtlinge einen noch größeren Wert legen müssen. Was das Thema Ansprechpartner angeht, ja, bei den vielen, die umgesetzt worden sind, kann man einfach nicht dafür garantieren, dass alle dafür eine Sensibilität haben. Das gehört in das, was Sie am Anfang gesagt haben. Verwaltung muss insgesamt dafür diese ganzen Themen sensibilisiert werden und auch, wie man damit umgeht. Und das gehört natürlich auch in diesem Bereich der Flüchtlingsunterkünfte nochmal rein. Die Schutzräume müssen ausgeweitet werden. Es sind welche da, die reichen vermutlich noch nicht aus für viele Bereiche. Und da will ich mal sagen, man kann das eine Thema nicht mit dem anderen entschuldigen, aber es gibt oft auch für alleinreisende Frauen und auch für alleinreisende Kinder nicht genug Schutzräume. Das heißt, es muss für alles gemacht werden, für alle die, die besonderen Gefahren ausgesetzt sind, aus welchem Grund auch immer. Und was das Thema sichere Herkunftsländer angeht, da würde ich mir manchmal auch was anderes wünschen, aber unter dem massiven Druck hat eben auch die SPD sich entschieden, bestimmte Staaten, obwohl es da schwierige Situationen gibt, als sichere Herkunftsländer mit zu entscheiden und zu benennen. Aber auch, wenn man aus sicheren Herkunftsländern kommt, wenn man sich outet, kann man, wenn das dort verfolgt wird, den Schutz in Anspruch nehmen. Das heißt, dieses Thema, ich muss sagen, warum ich geflohen bin, und das hat etwas damit zu tun, dass ich homosexuell bin, das muss ich selber lösen, das muss ich sagen. Anders wird es nicht funktionieren, weil das dann auch der Anerkennungsgrund ist, trotzdem bleiben zu können, obwohl das ein sicheres Herkunftsland ist. Also diese Möglichkeit gibt es. Das wird bei den sicheren Herkunftsländern zu bleiben. Und was wir eben hier so nebeneinander diskutiert haben, war, dass Herr Knöchel gesagt hat, ja, da kann es ja auch schon in der Europäischen Union so sein. Und die werden nun ganz sicher nicht als nicht sichere Herkunftsländer ausgewiesen werden. Aber auch dort gibt es ja Verfolgungen aufgrund von Homosexualität. Und auch da kann man ja einen bestimmten Schutz trotzdem suchen in Deutschland, auch wenn man aus einem europäischen Land kommt. Aber dann muss man eben diesen Grund auch nennen. Das ist auch völlig okay. Ja. Ich denke mal, das Hauptproblem ist, und da haben wir in Sachsen-Anhalt gute Voraussetzungen, wir müssen weg von diesen Massenunterkünften. Das ist der erste Punkt, den ich nennen würde. Das Konzept dezentrale Unterbringung sichert schon so manchen Konflikt ab, dass es nicht funktioniert. Dann gibt es ein zweites Problem, was ich da sehe, also so nach dem Offenbaren. Die Menschen fliehen aus ihrer Heimat und haben dort lange mit einer Stigmatisierung gelebt, mit Versteckensoptionen, haben das auch nicht ausgesprochen. Es ist also nicht so, komm nach Deutschland.
Sie hoffen, dass es hier besser ist, aber Sie gehen nicht zum BAMF und sagen, hallo, ich bin schwul und möchte hier Schutz vor Verfolgung. Weil schon dieses Aussprechen, das ist Ihnen irgendwie in Ihrer Lebenserfahrung ja vermittelt worden, tut das lieber nicht. Und da ist eine Unsicherheit, wie ist denn das hier in Deutschland? Und dann sehen Sie da die Leute und ich glaube, da muss man dann Angebote unterbreiten. Also die müssen wissen, dass sie das benennen können. Denn auch da gibt es eine Unsicherheit. Das heißt also, es soll auch nicht jeder BAMF-Mitarbeiter nach der sexuellen Orientierung fragen. Das möchte ich auf gar keinen Fall. Aber es muss bei Ankunft muss die Möglichkeit möglichst auch in der Sprache desjenigen da sein, zu sagen, an den kannst du dich wenden, der hilft dir, wenn du das sozusagen benennst oder die Möglichkeit, dass man hier auch den Asylantrag darauf stellt. Denn sehr oft ist es ja so, es wird nicht dass die sexuelle Orientierung oder die sexuelle Verfolgung angegeben, sondern es wird eine sonstige Geschichte, die sagt, weil man sich unsicher ist, wie wird denn das Tier gehandhabt. Und da muss es klare Beratung, Informationen geben und dann in der Erstaufnahmeeinrichtung. Und wie gesagt, wir müssen wegkommen von diesen riesen Einrichtungen, dann wird es sozusagen für alle erträglicher dann auch. Dankeschön. Angesichts der fortgeschrittenen Zeit, gibt es noch dringende Fragen, Themen, die wir gar nicht angesprochen haben? Ja, es gibt viele Themen, die wir nicht angesprochen haben. Und noch zwei Fragen. Ich denke, die kriegen wir noch mit unter. Wer hatte Mikro? Ah ja, wunderbar. Na ja, dann los. Zum einen Robert Ernst, Student der Sozialen Arbeit hier in Magdeburg. Und zwar habe ich die Frage, in Berlin und auch in Bayern wurden jetzt direkt für Menschen eben der LGBTIQ-Community, wo eben direkt gesonderte Schutzräume geschaffen. Wie sehen Sie das in Sachsen-Anhalt? Es ist definitiv notwendig, damit eben es nicht zu sozialen Konflikten innerhalb dieser Gruppen kommt. Und zum anderen sehen Sie vielleicht auch, dass die Überalterung der Beamtenstrukturen und der Verwaltungsstrukturen auch dazu beiträgt, dass eben vielleicht Menschen sich unsicher sind, wenn da ein 70 oder 65, 55 alter Mann vor mir sitzt und der mich fragen würde, ja, warum sind Sie denn geflohen? Würde ich vermutlich auch nicht als 20-Jähriger da sitzen, ja, weil ich schwul bin und ich wurde in meinem Land verfolgt, weil ich schwul bin. Das ist in diesen Ländern ein unglaubliches Hemmnis, das überhaupt auszusprechen, dass es vielleicht auch daran mitliegt, dass diese Strukturen einfach deutlich überaltert sind. Vielleicht an jemand Bestimmtes die Frage, damit nicht nochmal alle 6 durch müssen. Besonderer Wunsch? In dem Fall würde ich die Frage gerne an die Grünen geben. Gut, alles klar. Das ist aber überall ein schlechtes Einspruch Argument. Gegen Altersdiskriminierung. Genau. Hier vorne regt sich Widerstand gegen die Altersdiskriminierung. Aber ich habe es ja schon mal gesagt, ich bin, glaube, ganz sicher, dass wir gesonderte Schutzräume brauchen für besonders gefährdete Gruppen und LSBTI gehört dazu. Deswegen haben wir das ja im Landtag auch schon mal beantragt, natürlich keine Mehrheit gefunden, ist auch keine Überraschung. Ich glaube tatsächlich, dass das Alter da nicht eine Rolle spielt. Ja? Habe jetzt auch beim Kollegen, der zum Beispiel da drüben sitzt, auch nicht jetzt wahrgenommen, dass der da so intolerant ist oder so. Also ich glaube, es hat wirklich was damit zu tun, dass man auch die Verwaltungsmenschen, Männer und Frauen, dafür sensibilisiert, sie dort schult. Das ist mit Sicherheit am Anfang alles zu kurz gekommen, weil das Land sich relativ hat überrollen lassen, obwohl es ja schon die Zeichen am Horizont waren, aber anderes Thema. Aber insofern, glaube ich, muss man da nachbessern. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, was auch Sven Knöchel gerade gesagt hat, zwei Punkte, nämlich, dass es in den Muttersprachen Informationen leicht auffindbar in den Erstaufnahmestellen gibt mit Ansprechpartnern, die Leute ansprechen können, dass sie einfach darüber aufgeklärt werden, was hier ihre Rechte sind, an wen sie sich wenden können. Und ich halte es nicht nur aus diesem Grund, sondern aus vielen anderen Gründen, die heute Abend nicht das Thema waren, für fatal,
ja, wenn die Menschen so lange in Erstaufnahmeeinrichtungen untergebracht werden, weil wir ja insgesamt die Menschen dezentral unterbringen und die GUs, die wir haben, sind zum Teil auch nicht so riesig und da kommen die auch irgendwann raus, aber dass wir sozusagen auch zum Teil ja jetzt zum Beispiel in der Winterzeit künstlich verzögert haben, um die Kommunen zu entlasten, dass wir die, also dass die Landesregierung die Menschen länger in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht hat, als das nötig war, das halte ich aus ganz vielen unterschiedlichen Gründen und das ist ein Grund für den völlig falschen Weg. Die müssen ja ganz schnell raus und ganz schnell in die Gemeinden, ganz schnell in die Bildung rein, in die Deutschkurse rein und dann können sie auch viel schneller die richtig kompetenten Ansprechpartner finden, wenn sie darüber Informationen in ihrer Sprache haben. Gut. Letzte Frage noch am besten auch an jemanden direkt, wenn es geht. Ja, erstmal hallo, mein Name ist Kevin Rosenberger und ich bin quasi von Dark and Gay, eines der ältesten Referate an der Uni. Können Sie auch mal suchen, darkandgay.de oder uns bei Facebook. Ich wollte aber jetzt gar keine Werbung machen. Und zwar, aber ich kann ja trotzdem noch so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, geht es um ein ganz wichtiges Thema. Und zwar das Thema Menschen mit Behinderung. Was jetzt hier nicht genannt wurde und was sich leider auch nicht in dem Aktionsplan wiederfindet. Man muss dazu sagen, dass auch in den anderen Bundesländern dieses Thema, zumindest was die Aktionspläne gegen Homophobie und Transphobie anbelangt, dort werden Menschen mit Behinderung auch nicht berücksichtigt. Denn man darf nicht vergessen, auch Menschen mit Behinderung haben eine Sexualität und leider ist da dieses Thema noch ein ziemlich großes Tabuthema. 2009 hat Deutschland, ich will gar nicht so weit ausschweifen, die UN-Behindertenrechtskonvention ratifiziert. Das war ein ganz großer Meilenstein in der Inklusions- oder Behindertenbewegung und darum geht es, dass also quasi Menschen mit Handicap quasi eine selbstbestimmte und vor allem gleichberechtigte Teilhabe haben wie Menschen ohne Handicap. Und insofern haben verschiedene Bundesländer Aktionspläne, ähnlich wie auch das hier der Fall ist, für Lesben, Schwule und so weiter, haben sie eine Aktionspläne für Inklusion entwickelt. Und die habe ich mir mal angeguckt und in den Aktionsplänen für Inklusion wird leider das Thema sexuelle Vielfalt, also wenn wir das jetzt rumdrehen, auch nicht berücksichtigt. Außer bei einem Bundesland, und das muss man sagen, das ist das Bundesland NRW. Da muss man sagen, das liegt vielleicht auch daran, dass NRW nicht nur eine rot-grüne Regierung hat, sondern weil da auch die Szene ziemlich groß ist, wie man ja bekanntlich weiß. Um jetzt auf den Punkt zu kommen, mir ist es einfach wichtig, dass dieses Thema eigentlich müsste es in beiden Aktionsplänen, wobei eigentlich muss ja unser Ziel sein, dass es nicht unterschiedliche Aktionspläne gibt, sondern ein. Weil Inklusion bedeutet ja eigentlich alle Menschen. Ja, also im Grunde dürfen wir da nicht schon wieder unterscheiden. Also eigentlich muss ich die Frage, an den Grünen bräuchte ich gar nicht stellen, da sind wir uns einig. Muss ich die Frage an die SPD stellen? Ich glaube, wir sind uns da eigentlich auch einig, aber Ihre Ministerin, Frau Kolb, Ministerium für Gleichstellung, Justiz und schieß mich tot, die hat ja, sage ich mal, dieses Thema nicht so berücksichtigt in dem Aktionsplan. Würden Sie denn dafür sorgen, dass das da reinkommt? Ja klar, war mir nicht klar, dass das dann drin ist, nicht drin ist. Ja, also wenn das fehlt, muss es rein, kein Thema. Ja, das war mal eine kurze Antwort, eine lange Frage. Moment, das ist das Mikro. Das anspruchsvolles Mikro. Ja, ja, ich merke schon. Aber es hilft ja nicht, und da muss ich Frau Hüskens recht geben, wenn wir das Thema quasi von oben anordnen. Es geht darum, dass wir dafür so eine Art Bewusstsein schaffen, oder wie hatten Sie es vorhin genannt? Bewusstsein, ich kriege es nicht mehr zusammen. Aber auf jeden Fall ist wichtig, dass dieses Thema sexuelle Vielfalt und Behinderung, oder auch, weil wir eben Flucht hatten, Behinderung und Migrationshintergrund, also genau diese intersektionale Themen, wenn man so möchte, also quasi wenn mehrere Diskriminierungsmerkmale vorliegen, dass wir da denken, ich liebe dieses Mikro, das würde aber auch bedeuten, und da mache ich auch Schluss, dass zum Beispiel jene Veranstaltung, also zum Beispiel die, hätten wir, wenn sie inklusiv sein sollte, natürlich fehlen jetzt hier die Gebärdendolmetscher unter anderem, oder die Flyer, da hätte der zum Beispiel unter anderem auch einen Blindenschrift drucken müssen. Ich weiß, wir keine Inclusive Natives, aber wir sollten versuchen, alle Gruppen mitzudenken. Und ich würde mir auch wünschen, dass zumindest, vielleicht kriegt man das ja ein Stück weit hin, dass die Magdeburger LGBT-Szene ein Stück weit
inklusiver wird. In diesem Sinne, ein schöneres Schlusswort gibt es gar nicht. Ach, wunderbar. Jetzt wird hier schon erklärt, was das Schlusswort ist. Jetzt aber gut. Das ist immer noch mein Job. Genau. Nein, vielen Dank für die Frage. Ich möchte eigentlich auch nur noch zum Abschluss mich bedanken für alle Podiumsteilnehmer, die sich in diesen vollen Wahlkampftagen die Zeit genommen haben, wie jeden Abend zu einem anderen Thema, sich damit auseinanderzusetzen, sich auch ernsthaft damit auseinanderzusetzen. Und viele, viele Themen, die wir nicht ansprechen konnten, finden sich in den Wahlprüfsteinen. Die sind auf der CSD Magdeburg-Seite zu finden. Da haben alle Parteien, die hier auf dem Podium sitzen, Antworten gegeben auf sämtliche Fragen, die man sich rund um das Thema vorstellen kann. Auch sehr viel ausführlicher, als zum Beispiel in den Wahlprogrammen steht. Also gerne reingucken. Ich sage nochmal Danke an Sven Kirche von den Linken, an Katrin Budde von der SPD, an Claudia Dalber von den Grünen, Lydia Hüskens von der FDP, Edwina Koch-Kupfer von der CDU und Holger Dragon von den Piraten. Wir wünschen noch einen schönen Abend und interessante Wahl. Be brave, be cool. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Wir sind etwas anders. Etwas schwul. Etwas lesbisch. Etwas politisch. Etwas verrückt. Mitten in der Szene. In Köln. In Hamburg. Berlin. In Braunschweig. In ganz Deutschland für euch unterwegs. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Brave informiert, klärt auf, hilft beim Coming Out und gibt der homosexuellen Community eine Stimme im TV. Wir sind interaktiv. Multimedial. Brave, das etwas andere Magazin, auch in eurer Region. Wir sind das größte Fernsehnetzwerk für die homosexuelle Community in Deutschland. Mach mit und sei ein Teil unseres Teams von Brave. Ja, bewirb dich einfach mit einem Foto bei uns und sag uns, was du machen möchtest an kontakt@brave-magazin.de. Sei mutig, denn du bist nicht allein.